Ich darf euch alle ganz herzlich zum heutigen Küchentischgespräch begrüßen und auch ein herzliches Hallo an alle, die Sie im Nachhinein eben die Aufzeichnung dann anhören und somit dann auch quasi Teilnehmer sind. Ich bin die Barbara Rems-Hildebrand, ich bin Mitarbeiterin im Büro Suske Consulting und arbeite dort unter anderem für das Projekt Farming for Nature, wo wir heute zusammenkommen, und unterstütze meine Kollegin Johanna Huber, die einige Online-Gespräche schon gemacht hat in verschiedenen Bereichen und bin für Social Media zuständig. Und ich freue mich, dass ich heute durch den Abend führen darf und dass wir da gemeinsam zusammenkommen sind. Ich würde gerne ein paar Worte zum Projekt sagen, vor allem für die, die das Projekt vielleicht gar nicht so kennen oder noch wenig kennen. Im Projekt Farming for Nature werden jährlich Bäuerinnen und Bauern ausgezeichnet, die sich auf ihren Höfen und darüber hinaus ganz besonders für die Biodiversität einsetzen. Und solche Bäuerinnen und Bauern können uns vorgeschlagen bzw. genannt werden. Und aus allen Nennungen werden dann von einer Fachjury jeweils 5 Teilnehmer ausgewählt, die im jeweiligen Jahr als Biodiversitätsbotschafter prämiert werden. Und alle Botschafter und Botschafterinnen, die da eben dann mitmachen und ausgewählt werden, unterstützen wir im Projekt dann dabei, dass sie ihre Höfe und ihre Geschichten nach außen tragen. Und wir wollen einfach damit dann der Öffentlichkeit zeigen, wie Landwirtschaft gleichzeitig innovativ und biodiversitätsfördernd funktionieren kann. Uns ist im Projekt Farming for Nature aber ganz wichtig, dass wir jetzt nicht den Anspruch stellen, dass die Geschichten unserer Bauern die einzig richtigen sind, sondern einfach ein Weg, der für sie funktioniert und sie mit der Öffentlichkeit gern teilen möchten. Natürlich führen ganz viele Wege zum Ziel und so sehen wir das auch beim Thema Förderung der Biodiversität. Ich würde gerne noch ein paar Worte zum heutigen Online-Küchentischgespräch sagen. Das Online-Küchentischgespräch ist ein Format, das uns die Möglichkeit bietet, gemütlich online von zu Hause aus zusammenzukommen und in ein Thema tiefer einzusteigen und unsere Botschafter bzw. Nominierte der Projekte kennenzulernen. Und heute werden euch gleich zwei Personen viel Spannendes zu berichten haben. Nämlich ist heute die Vanessa Kaiser vom Verein Perspektive Landwirtschaft mit dabei und Biobäuerin Julia Wolf aus dem Burgenland. Und sie war Farming for Nature Nominierte 2021. Das heutige Thema ist ein ganz spannendes, zumindest für mich auch ein ganz spannendes Thema. Und zwar lautet es Quereinsteigen in die Landwirtschaft. Wie geht das? Vanessa und Julia werden das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten und ihre Erfahrungen mit uns teilen heute. Zum Online-Küchengespräch, wer es vielleicht noch nicht weiß, es ist eine Reihe an Veranstaltungen und heute findet bereits das dritte Gespräch im heurigen Jahr statt und die nächsten Wochen folgen noch 3 weitere Termine. Und alle Infos zu heute und zu anderen Themen im Projekt Farming for Nature findet ihr auf www.farmingfornature.at. Wie vorher angekündigt, würde ich heute ganz gerne eine kurze Vorstellungsrunde mit euch machen. Es ist einfach auch netter für die Vanessa und für die Julia, wenn wir ein bisschen wissen, wer da ist. Und ich bin auch immer ganz gespannt, wer heute mitmacht. Und ich würde es jetzt gern so machen, dass ich euch vielleicht ganz kurz aufrufe und ihr sagt, woher ihr seid, was euch heute interessiert und ja, warum ihr da seid. Das heißt, ich fange einfach bei der Teilnehmerliste an und würde gerne gleich mal mit der Gertrude Sterbens anfangen. Wieso sind Sie heute dabei und aus welchem Bundesland kommen Sie? Aha, die hört mich, glaube ich, nicht. Ich glaube, die Verbindung ist eher schlecht, oder? Bei der Gertrude, ich glaube, gell? Dann werde ich weitergehen zur Sabrine Popp. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, hallo, ich bin aus Niederösterreich in Etzmannsdorf, das ist bei der Rosenburg. Und ich habe seit November unsere Landwirtschaft übernommen, die von meinem Mann. Ja, also ich bin ja ganz frisch und möchte halt da heute dabei sein. Super, vielen Dank. Bitte. Dann habe ich den Andreas Kögel als nächstes auf meiner Teilnehmerliste. So, ich kann euch leider kein Bild nicht schicken, weil das irgendwie nicht funktioniert. Ich bin 20 Kilometer südlich von Wien, habe Biolandwirtschaft und finde diese Küchengespräche eigentlich recht leibend, weil man immer wieder was Neues erfährt.
ich meine, vorausgesetzt mit 50 Jahren, wird die zu einer Zeit stattfinden, wo man sie Zeit nehmen kann, beziehungsweise es ist auch nicht allzu lang und da kann man das Gehörte ein bisschen verarbeiten auch. Ja. Das freut mich sehr. Danke, dass du heute dabei bist. So, jetzt ist die Gertrude. Sterben Sie nochmal zurück. Oder? Oder doch nicht? Dann springen wir weiter. Da habe ich hier Bella Benko. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hallo, ja, richtig ausgesprochen. Schönen Abend. Es ist für mich sehr spannend, dabei zu sein. In meinem Lebenslauf gerade ist es nicht aktuell. Ich war jetzt 2 Jahre in Mittelamerika. Bin jetzt zurück und werde wahrscheinlich jetzt was ganz was anderes machen. Ich bin ein Möchtegern-Bauern. Ich habe die Landwirtschaftsschule im Abendbetrieb mal gemacht und ja. Einfach mal zuhören und schauen, welche Erfahrungen da man heute präsentiert bekommt. Danke. Danke. Dann das nächste wäre dann der Bernhard Baumgartner. Hörst du Oh, uns? schönen guten Abend. Ah. Ich sitze hier in Tirol, aber die Landwirtschaft habe ich in der Steiermark. Bin ein sogenannter alter Jungbauer und so weiter und interessiere mich natürlich, wie das sozusagen die Quereinsteiger machen und kann nur lernen aus diesen Quereinsteigern. Und wie gesagt, wir haben keine Tiere und wir haben auf Biolandwirtschaft umgestellt und machen sehr viel im EBW und versuchen eben den Ackerboden und den Boden wirklich ja, neu zu formieren, weil es erfolgt auf diesem Grundstück keine Fruchtfolge und mir hat dann die Landwirtschaftskammer gesagt, wie ich die Bodenprobe vor 10 Jahren eingeschickt habe, das ist Sondermüll. Und da werden wir uns jetzt natürlich und tun alles, um den Boden wieder richtig herzurichten. Vielen Dank und ich freue mich schon auf den Vortrag. Ich finde die Vorträge überhaupt sehr gut. Vielen Dank noch einmal. Danke auch. Freut mich sehr. Danke fürs Feedback. Dann das nächste wäre der Josef. Bräutigam Josef, so steht's drinnen. Ja, grüß Gott. Also ich und meine Frau übernehmen gerade den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb, haben beide sozusagen in der Jugend einen anderen Weg eingeschlagen und wollen jetzt aber den Betrieb übernehmen und auch weiterführen. Und informieren uns halt jetzt in allen möglichen Richtungen. Der Betrieb ist in Niederösterreich, Bezirk Tulln. Und wir sind gerade bei Betriebsübergabe und Jungunternehmerförderung und so weiter, diese behördlichen Schritte. Und wollen uns da halt informieren, damit man möglichst gut in den Start schafft. Super, super, dass du da seid. Dann sehe ich die Eva Glanzer ist heute auch dabei. Ja, hallo. Ja, So. Ja, also mein Name ist Eva Glatzer, ich komme aus Göttlesbrunn, das ist in Niederösterreich. Ich bin auch eben Quereinsteigerin. Bin eigentlich studierte Juristin und habe dann mit Shiatsu lang gearbeitet und dann bin ich umgestiegen in die Landwirtschaft. Ja, also ich habe 2020 bei der Brennnessel mitgemacht, also vom Blühendes Österreich und habe dort 20.000 Euro gewonnen für eine regenerative Landwirtschaft für 1,2 Hektar, Permakultur, Gemüseanbau, ja, alles für die Biodiversität und so weiter. Und ich habe damals mit der Judith Anger gemeinsam dort so eine Art holzersche Permakultur aufgebaut mit zwei Kratergärten und mehreren Hügelbeeten und habe dann eben bei der Julia Wolf die ganzen Sträucher bestellt. Und jetzt habe ich heute gesehen, die Julia Wolf stellt sich vor und ich kenne die Julia gar nicht, ich kenne ihren Mann, der hat mir damals die ganzen Sträucher gebracht. Dann habe ich gedacht, das möchte ich endlich gerne mal die Julia kennenlernen. Und deswegen bin ich heute da. Schön. Ja, und es ist halt, es ist eine sehr kleine Landwirtschaft. Also
Für den Gemüseanbau und Obstbäume natürlich, das dauert halt alles nur länger, bis man da richtig ernten kann. Aber ich versuche die Marktgärtnerei, also Market Gardening und Permakultur zu verquicken sozusagen. Genau, ja. Ja, sehr spannend. Super. So, wen haben wir denn als nächstes? Josef Pfeffer, Lisi da. Ja, hallo, ich bin der Josef Pfeffer, ich komme aus Mark, das ist im niederösterreichischen Alpenvorland. Ich habe seit 30 Jahren einen Betrieb mit Ackerbau, Schweinezucht und Schweinemast im konventionellen. Beschäftige mich sehr viel mit Boden, mache Direktsaat, sehr viele Aufbau der Bodenbiologie, möglichst viel Verzicht auf chemisch-synthetische Stoffe, also mehr oder weniger so eine Reise vom konventionellen Betrieb zum Biobetrieb mehr oder weniger und trotzdem versuchen, dass es wirtschaftlich ist. Ich habe eine Landwirtschaft, wo ich davon lebe, mehr oder weniger. Ich muss ein Einkommen generieren. Folgedessen ist es mir wichtig, dass man die Umstellung in einem gewissen längeren Zeitraum hat, weil der Boden natürlich auch braucht, dass das funktioniert. Aus diesem Küchentischgespräch, da bin ich immer gern dabei. Ich unter anderem bei der Biodiversitätsvermittler. Ausbildung, das war sehr nett. Man lernt viele Leute kennen, die nicht aus der Landwirtschaft sind. Dadurch kriegt man einen besseren Einblick. Man weiß, dass sich andere Menschen auch sehr damit beschäftigen und das ist sehr wichtig. Und da profitieren wir eigentlich beide Seiten davon und das, glaube ich, ist ganz gut. Ja, super, vielen Dank. So, das nächste, Lisi, die nächste Katrin Grüner. Hallo, ich bin die Katrin, ich komme aus der Steiermark. Wir haben Mutterkuhhaltung, ganz einen kleinen Betrieb, züchten nebenbei ein bisschen die Pferde. Haben wir auch seit voriges Jahr ein zweites Standbein mit der Reitpädagogik versucht zum Aufbauen und möchte auch mehr im sozialen Bereich dann weitergehen. Also dann einmal studieren gehen, soziale Arbeit, damit ich mir da ein gutes Standbein aufbaue. Wir haben vor 5 Jahren einen Betrieb übernommen von den Schwiegereltern, kommen aber selber auch von Landwirtschaft. Sind im EPW, im Natura 2000 mit drinnen und möchte halt einen ganz anderen Weg gehen wie die Schwiegereltern. Und ja, da müssen wir jetzt schon langsam anfangen zum Umstellen. Einiges haben wir schon gemacht. Und ja, also ich stelle mittlerweile die Kräuter für unsere Tiere selber her, also beziehungsweise beziehe sie selber aus dem Garten. Und wir haben auch zwei große Gärten und möchte halt immer mehr auf Selbstversorger gehen und deswegen bin ich gespannt. Ja, sehr schön. Danke. So, dann steht hier Manuela. Ja, grüß euch, bin die Manuela, komme aus Kärnten, aus Moosburg, in der Nähe vom Wörthersee. Und ja, bin Quereinsteigerin, also ich habe meinen großen Traum vor 10 Jahren erfüllt und eine kleine Landwirtschaft gekauft. Ich habe schon immer geträumt davon, Bäuerin zu sein. Und es ist zwar ganz klein, aber ja, ich möchte jede mögliche Fläche, die wir zur Verfügung haben, so ein bisschen mein Kindheitstraum, diese blühenden Wiesen wieder ein bisschen, ja, aufblühen lassen, das Grundstückl, und interessiere mich sehr für Wildkräuter. Also, wenn man rausgeht, man kann in Wirklichkeit fast alles essen. Habe einen riesengroßen Garten und ja, alles Mögliche an Pferden, Hunden, Katzen, Hühner, Enten. Ja. Ja, und freue mich auf das Gespräch und finde es immer schön, wenn man was Positives hört, was Quereinsteiger machen, was Neueinsteiger machen, was Umsteiger machen und nicht immer nur das Negative, sondern auch das Positive. Es gibt so viele tolle Leute, die tolle Ideen haben. Ja, das finde ich schön. Und da möchte ich gerne hinschauen und nicht auf das, was ja, was nicht passt, sondern was passt oder was man machen kann, sagen wir so. Ja, Danke. sehe ich genauso. Vielen Dank. So, nächste in der Liste hätte ich einen Matthias. Ja, hallo, mein Name ist Andrea. Es verbirgt sich ein bisschen Ah, falsch unter okay. dem. Das ist nämlich der Computer von meinem Sohn, nur zur Erklärung. Also deshalb, ja, also mein Name ist Andrea. Ich bin wahlweise in Wien und in Niederösterreich am Wochenende. Und ja, dort gefällt es mir ganz besonders im Biobereich, Landwirtschaft, Rinderbetrieb, so ein bisschen reinzuschnuppern.
Ich war noch nie bei dieser Reihe hier, finde es total interessant und möchte mir einfach mal anhören, was die anderen so machen und neue Ideen holen. Freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, freut mich auch und ich finde es schön, dass da einige ja, schon mehrmals dabei waren, aber immer wieder neue Teilnehmer dabei sind, die das Format so noch nicht ja, kennen und ja, immer wieder spannend. So, die nächste auf meiner Liste wäre dann die Niki Kopp. Ah, da unten. Hallo, also ich bin die Niki, Dominique Kopf. Wir wohnen in Mannersdorf am Leitergebirge im Bezirk Bruck an der Leitha. Und ich bin eine Quereinsteigerin, weil vom Grundberuf bin ich Sozialarbeiterin. Und wir haben einen großen Grund geerbt, also ich und mein Lebenspartner. Und wir wollen jetzt eine Landwirtschaft aufziehen, was aber gleichzeitig auch einen sozialen Hintergrund hat, also auch mit meinem Background sozusagen jetzt. Ich bin in der straffälligen Hilfe tätig und jetzt zu schauen, wie man einen Bauernhof eröffnen kann, der ganz, ganz viele andere Sachen auch eben, eins die Landwirtschaft, aber auch B, die Sozialleistungen haben kann, wie jetzt zum Beispiel Sozialstunden oder was uns auch ganz wichtig ist, was bei uns in der Umgebung halt leider sehr oft nicht da ist, ist Schule am Bauernhof und so weiter zu machen. Super. Schön, dass du dabei bist. Danke. So, dann hätte ich den Herrn Richard Soder als nächstes. So, schönen guten Abend in die Runde. Ich bin alteingesessener Bauer, ich bewirtschafte meinen Hof schon seit über 30 Jahren. Bin, wie ich den übernommen habe, habe ich nachher gleich einen Bio gegangen. Ist eigentlich von meinem Vater dazumal gesagt, du musst es wissen. Er redet mir nicht rein. Das finde ich ja gut und das werde ich so weitergeben und mein Sohn, so wie er die weiterführt. Mein Sohn ist jetzt mit einem Teil von der Landwirtschaft in EBW eingestiegen. Ich habe gesagt, das finde ich auch gut, weil wir haben die Voraussetzungen und es ist wichtig, dass man das weitergibt, dass das nicht verloren geht. Und ja, ich habe noch nicht gesagt, ich komme aus Tirol. Vielleicht hört man es, aus St. Ulrich am Billersee, wenn es interessiert. Und ich bin EBW, sind wir erst seit letztes Jahr dabei. Und mir interessiert das, andere Sichtweise in die Landwirtschaft, wie die Leute das sehen, Quereinsteiger, Alteingesessene, das ist eigentlich interessant. Ich bin jetzt, das ist die dritte Runde, wo ich dabei bin und das interessiert mich sehr schön. Ist interessant für mich. Und ich werde Super. weitere Veranstaltungen besuchen. Das freut mich. Toll. So, ich habe das nächste, die Sabrina Popp auf meiner Liste. Ich war schon dran. Aha, dann ist das, ah ja, genau. Dann, aha, jetzt ist weggesprungen. Jetzt Stefan Naderer wäre dann der nächste. Hallo. Hallo, ich komme aus Oberösterreich, Mönsbach von Oberösterreich und wir haben den Hof vor, wir sind komplette Quereinsteiger, wir haben den Hof vor 10 Jahren geerbt. War bis jetzt verpachtet, seit letztem Jahr bewirtschaften wir ihn selber, haben auf Bio umgestellt und haben ab heuer 2 EBW-Flächen und ja, und ein bisschen an der, wir wollen mit Kräuter anfangen oder fangen mit Kräuter an und sind natürlich noch offen für Neues und dann werden wir sehen, das Händler. Seid ihr halt auch genau richtig, glaube ich, bei uns in unserem Küchentischgespräch. So, vielen Dank. Wen haben wir noch? Die Thekla Raffezeder. Eine, nicht fast eine Wiederholungstäterin. Hallo, Thekla. Hallo, grüß euch. Das stimmt, ja, immer wieder dabei. Aber ist halt, es ist halt auch so, ich bin von Anfang an auch dabei bei diesen Programmen mit dem ÖKL zusammen, mit Monitoring-Projekten und auch von Anfang an eben mit der EBW-Bewirtschaftung. Und ich bin komplett drinnen im ganzen Betrieb. In der Zwischenzeit bin ich jetzt schon fast 40 Jahre Biobäuerin und Permakulturbäuerin.
und habe halt hauptsächlich eben die Landschaftspflege, Biodiversitätsförderung und Arbeiten mit Wildkräutern und Wildfrüchten in der Verarbeitung und auch in der Vermittlungsarbeit. Das sind so die Schwerpunkte. Und in der Zwischenzeit bin ich in Pension und leite das Ganze als Verein weiter und bin natürlich auf der Suche nach jungen Menschen, die sich da noch mit einbringen können und irgendwann einmal dann auch das Ruder übernehmen. Aber es schaut ganz gut aus. Also die Biodiversität ist halt mir das größte Anliegen, dass das erhalten bleibt, weil da haben wir wirklich ganz schönes Schätzchen da, wo man immer wieder was findet, was selten ist und wo man wirklich stolz sein kann, dass man durch die Arbeit, die man da jahrelang gemacht hat, was so tolle Sachen finden kann. Ob es jetzt Pflanzen oder Tiere sind, es ist immer wieder eine Überraschung da. Und das ist auch in Zusammenarbeit eben mit euren Büros, euren Biologen und wirklich Fachmänner, Fachfrauen, ganz toll, dass wir da auch unterstützt werden. Ja, wie gesagt, Vermittlungsarbeit von eurer Seite und ich gebe halt weiter, was von mir möglich ist. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir und schön, dass du so oft dabei bist bei dem Format. Gerne. Wen haben wir noch? Den Thomas Übleis hätte ich als nächstes auf meiner Liste. Ja, ich weiß nicht, ob das Video funktioniert. Ah, es funktioniert. Ja, Ja, jetzt läuft. grüß dich. Ich bin Biobauer in Oberösterreich im Bezirk Welsland und ja, habe grundsätzlich ja, einen Hof übernommen, der eher abgewirtschaftet war, habe dann Bodenaufbau betrieben und ist eigentlich für mich nur die logische Folge, dass man dann in Richtung ja, reduzierte Bodenbearbeitung geht und Grünland bin in EBW. Und heute bin ich dabei, weil eben eigentlich in meiner beruflichen Laufbahn eigentlich das irgendwie gesehen habe, dass Quereinsteiger eigentlich immer die besseren Ideen haben in der Landwirtschaft. Und eigentlich auch Wege finden, diese Ideen relativ gut umzusetzen oder sehr gut umzusetzen auch. Im Vergleich zum ja, Althergebrachten, wo sehr viel nach dem alten Schema läuft und eh nicht so gut funktioniert. Darum möchte man das heute anrufen. Danke. Danke dir. Schön, dass du dabei bist. So, jetzt noch, da steht Wittmann. Ich glaube, das ist die Edith Wittmann, wenn ich das richtig in der Teilnehmerliste gesehen habe. Wittmann, Edith? Aha, da oben ist kein Video. Und ist vielleicht. Hat vielleicht auch noch technische Probleme. Dann schauen wir noch. Gertrude Sterbens? Ja, Dann machen wir noch. ich bin da, ja. Genial. Und Ja. vielleicht auch noch kurze Vorstellung, woher kommst du und ja, Ja, was. ich bin aus der Weststeiermark, aus dem Bezirk Vohlsberg. Wir arbeiten seit 25 Jahren mit Biobetrieb und seit 2 Jahren EBW. Und wir haben uns der Humusbewegung angeschlossen, die für uns ein großes Vorbild ist. Und wir arbeiten eben nach der Lehre dieser Humusbewegung, also nach der Albrecht-Methode, die Bodenproben haben wir gemacht. Und diese Regeln halten wir momentan ein, einige Jahre, bis das Verhältnis am Acker passt. Und das macht uns sehr viel Freude. Also das ist wirklich etwas, glaube ich, was sich auszahlt, dass man sich befasst mit dem. Und das kann ich nur jedem weiterempfehlen. Grundsätzlich finde ich das Thema heute sehr interessant, dass sie sich an das annehmen und Bauern, die neu beginnen wollen, neu starten,
Das Thema wird ja immer ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Es geben so viele Bauern auf und da spricht niemand darüber. Und das freut mich, dass ihr das heute macht. Und ich bin auch bereit, dir eine Auskunft zu geben und unsere Methode zu reden und das in die Diskussion einzubringen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Ich bin jetzt ganz unten an meiner Liste angekommen. Habe ich irgendwen, jemanden vergessen? Und sonst gerne drauf Bitte? Losreden. Ja. Ich habe jetzt nicht verstanden. Bin ich noch dran? Nein, ich habe jetzt gerade geschaut, ob ich alle Teilnehmer aufgerufen habe, ob sie alle vorgestellt habe, ob ich eh niemanden vergessen habe. Ja. Ich glaube, wir haben alle drinnen. Super. Ich werde jetzt dann gleich das Wort an die Vanessa weitergeben, die wird anfangen und danach die Julia. Vielleicht noch ganz kurz, also ich würde uns gerne duzen, ich habe es eh schon gemacht, weil es einfach am Küchentisch so gang und gäbe ist. Ich hoffe, es ist bei allen in Ordnung, ich wollte es nur noch mal kurz ansprechen. Ja, und nach den Vorträgen von den beiden machen wir dann die Diskussionsrunde. Ihr könnt euch auf unterschiedliche Art und Weise melden mit dieser virtuellen Hand. Ihr könnt einfach so die Hand heben oder in den Chat reinschreiben. Und ich werde schauen, dass ich alle Fragen vorlese und wir in der Gruppe besprechen können und dass mir da nichts untergeht. Und sonst einfach energisch bleiben und noch mal reinposten oder sich melden, wenn ich irgendwas vergessen habe. Gut. Liebe Vanessa, ich bitte dich, den Bildschirm zu teilen. Ich glaube, du hast was vorbereitet, beziehungsweise übergib dir ab jetzt das Wort. Fein. Danke, Barbara. Hallo auch von mir in die Runde. Freut mich sehr, dass ich heute beim virtuellen Küchentischgespräch dabei sein darf. Ich bin vom Verein Perspektive Landwirtschaft. Wer uns noch nicht kennt, ich werde es gleich vorstellen. Ja, ich finde es total spannend, die Konstellation heute, wie wir da alle da sitzen und freue mich auf alle Fälle schon auf einen spannenden Austausch. Genau, jetzt würde ich gerne mal meine Präsentation teilen und ich hoffe, man sieht es. Unsere kurze Rückmeldung bitte. Ja, man sieht es. Okay, perfekt, super. Dann starte ich gleich einmal. Aber genau. Lisa, könntest du es vielleicht auch noch groß machen? Ja, ich versuche es gerade. Moment, sieht man es? Ja, jetzt perfekt. Super, genau, also Perspektive Landwirtschaft. Wir beschäftigen uns mit Themen wie außerfamiliärer Hofnachfolge, Betriebskooperationen und aber auch Einstieg in die Landwirtschaft. Und genau, das ist ja heute unser Steckenpferd, unser Thema, was mich ganz besonders gefreut, dass wir da den Rahmen haben, dass wir darüber sprechen. Genau, wer sind wir? Wir sind eben ein Verein mit einem ehrenamtlichen Vorstand. Wir sind 2013 von BOKU-Studenten und Studentinnen gegründet worden, unter anderem auch Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen, die auf der BOKU eben studiert haben, eben in der Landwirtschaft gearbeitet haben, praktische Erfahrungen mitgebracht haben, aber eben nicht das Glück gehabt haben, dass sie innerfamiliär einen Betrieb übernehmen. Und sie haben sich gedacht, sie sind motiviert und wollen in die Landwirtschaft einsteigen. Und das war so der Startschuss unseres Vereins. Mittlerweile sind wir gewachsen. Wir haben 3 angestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und über 900 Mitglieder, die unseren Verein unterstützen, die sich für uns gemeinsam mit uns für eine vielfältige Landwirtschaft einsetzen und für mehr Bauern und Bäuerinnen. Ja, wir sind nämlich der Meinung, wir brauchen mehr Bauern und Bäuerinnen und jetzt gehe ich auf eher ein negatives Thema ein, nämlich den Agrarstrukturwandel. Die Gertrude hat es eh schon angesprochen, wir verlieren immer mehr Höfe in Österreich. Wir haben seit 1995 knapp die Hälfte aller land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in Österreich verloren. Gleichzeitig wächst aber die Nutzfläche je Betrieb in Hektar, also die Betriebe, die übrig bleiben, werden immer größer. Und natürlich, wir sind jetzt da im Rahmen von Farming for Nature, sollten wir uns da die Frage stellen, wie sich das zum Beispiel auf Biodiversität und Artenvielfalt auswächst. Aber ganz allgemein die Frage stellen, wie schaut es 2040 aus?
Wie viele Betriebe haben wir dann noch, wenn man berücksichtigt, dass aktuell noch immer durchschnittlich 5 Betriebe pro Tag in Österreich für immer die Stalltüren schließen, sollte man sich überlegen als Gesellschaft, wie es weitergehen soll. Die Gründe, warum Betriebe zusperren, die sind vielfältig. Wir haben sie aber 2015 mit der Landjugend zusammengetan und haben eine Bedarfsstudie in Auftrag gegeben, die sich dem Thema Nachfolge, im speziellen Hofnachfolge, widmet. Und diese Studie ist dann von der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft durchgeführt worden. Und die hat eben gezeigt, dass bei knapp einem Drittel aller Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen kurz vor der Pension nicht gesichert ist. Also die wissen nicht, wie es mit dem Betrieb weitergeht. Und 2019 ist dann auch noch eine Telefonumfrage durchgeführt worden, die dann gezeigt hat, dass bei knapp der Hälfte aller Betriebe die Nachfolge eben nicht gesichert ist. Ja, deshalb haben sich wir dem Thema angenommen und bei uns melden sich eben verschiedenste Personen. Genau. Auf der einen Seite die Bauern, Bäuerinnen, die keine Nachfolge haben und die eben im eigenen Hof mehr als den ökonomischen Wert sehen. Also die haben jahrelang was aufgebaut, haben vielleicht schon von den Vorfahren die Arbeit quasi übernommen, fühlen sich für das verantwortlich und möchten, dass es weitergeht. Und auf der anderen Seite, und da sind wir heute in dem Rahmen genau beim Thema, gibt es viele Menschen, die in die Landwirtschaft einsteigen wollen, die sich bei uns melden und die quasi die außerfamiliäre Hofübergabe oft als einzige realistische Möglichkeit sehen, den Wunschberuf Landwirt, Landwirtin auszuüben. Das sind auf der einen Seite eben Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen, aber auch viele erweichende Erben, Erbinnen, wo eben der Bruder, die Schwester den Betrieb übernommen hat und sie quasi nicht zum Zug gekommen sind. Und alle haben sie gemeinsam, dass sie motiviert sind, in die Landwirtschaft einzusteigen und Bauer, Bäuerin zu werden. Und wir haben sie eben als Verein die Frage gestellt, wie bringen wir jetzt diese Personen zusammen, also jene, die einen Nachfolger suchen, aber auch jene, die eine Landwirtschaft suchen. Und wir haben dafür Werkzeuge geschaffen, nämlich Räume der Begegnung, sowohl analog und digital. Und ein Werkzeug sind eben unsere Bildungsangebote. Wir sind mit verschiedensten Formaten in ganz Österreich unterwegs, wo wir eben sich dem Thema widmen und wo wir auch dann Gelegenheiten schaffen wollen, dass man Teilnehmer, Teilnehmerinnen kennenlernt, vielleicht auch Bauern, Bäuerinnen kennenlernt, die einen Nachfolger suchen, damit es mit dem Hof weitergeht. Und aktuell sind wir gerade dabei, unser Symposium zu planen. An der Stelle darf ich euch alle recht herzlich einladen dazu. Es wird eben um Hofnachfolge gehen, im speziellen Hofnachfolge neu gedacht. Also wie kann es weitergehen mit der Landwirtschaft? Ja, herzliche Einladung, wen es interessiert. Auf unserer Website gibt es dann schon mehr Infos. Genau. Und unser zweites Werkzeug ist unsere Online-Plattform. Man findet uns auf www.perspektive-landwirtschaft.at, wo wir zuallererst einmal einen Infobereich geschaffen haben, wo man ganz viel Informationen rund um Einstieg in die Landwirtschaft, Beratungsmöglichkeiten, aber auch außerfamiliäre Hofnachfolge bzw. auch Betriebskooperationen bereitstellt. Also für alle, die sich da einmal vorerst informieren wollen, wie man in die Landwirtschaft einsteigen kann, da haben wir mal versucht, gesammelt die wichtigsten Infos aufzubereiten. Und was wir auch noch haben in diesem Bereich ist unser Selbstcheck. Quasi durchführen. Das ist wie ein Fragebogen für Personen, die zum Beispiel in die Landwirtschaft einsteigen wollen. Und anhand dieses Fragebogens kann man mal die eigene Motivation, die eigenen Ressourcen und Voraussetzungen ein bisschen abtasten und auch abschätzen, was es dafür braucht, wenn man wirklich in die Landwirtschaft einsteigen möchte.
Und auf der anderen Seite haben wir auch eben einen Selbstcheck für Hofübergebende, also Personen, die überlegen, außerfamiliär zu übergeben und sich auf die Suche zu machen. Ja, und auf dieser Online-Plattform haben wir dann auch unsere Perspektivensuche. Das ist unsere Kennenlernplattform, sage ich einmal, wo man als Mitglied von unserem Verein Steckbriefe anlegen kann. Also einen Steckbrief für Personen, die eben auf der Suche sind, die in die Landwirtschaft einsteigen möchten. Und aber auf der anderen Seite auch Bauern, Bäuerinnen, die ja, den Betrieb weitergeben möchten, in ja, neue Hände geben möchten. Und mit Hilfe so eines Steckbriefs kann man dann eben andere Personen anschreiben und kennenlernen. Wir als Verein unterstützen da generell bei der Gestaltung von den Steckbriefen, beziehungsweise betreuen wir eben auch die Perspektivensuche. Und man kann sie eben ja, auf die Suche nach verschiedensten Kategorien machen, also nicht nur außerfamiliäre Hofnachfolge oder Übernahme. Man kann da auch Mitarbeit oder Praktikum zum Beispiel suchen, wenn man mal sagt, man möchte praktische Erfahrung sammeln, bevor man vielleicht den nächsten Schritt geht. Oder man kann auch nach Hofgemeinschaften oder Betriebskooperationen suchen. Ganz allgemein haben wir aktuell 400 Steckbriefe auf der Plattform. Circa 100 Personen sind auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin und knapp 300 Personen sind auf der Suche nach einem Betrieb, den sie übernehmen können. Und das stimmt uns als Verein enorm positiv, dass es da so viel motivierte Menschen gibt, die einen Betrieb weiterführen wollen und die in der Landwirtschaft gestalten wollen. Wir haben im Laufe unserer Vereinsgeschichte, nenne ich es jetzt einmal, schon einige Übergaben begleiten dürfen. Circa pro Jahr finden Sie 15 Personen über unsere Plattform, die dann quasi eine Kennenlernphase oder Probezeit starten. Und ja, wir haben da ein paar Beispiele eingefangen, eben von Personen, die sich da gefunden haben. Und die jetzt quasi im Falle von Anna und Hans gemeinsam mit Bettina und Georg so ein Generationenprojekt Landwirtschaft gestartet haben. Ja, wen es nur interessiert, was wir sonst noch so machen, wir haben einen monatlichen Newsletter, aber sind auch auf Social Media, also Facebook und Instagram, wo wir versuchen, Bewusstsein zu schaffen für das Thema. Wie man in die Landwirtschaft einsteigen kann und wie es weitergehen kann in Zukunft. Das war es einmal ganz kurz. Da noch ein paar Infos zur Mitgliedschaft bei uns. Also pro Jahr kostet eine Mitgliedschaft 60 Euro. Man kann dann eben zum Beispiel einen Steckbrief gestalten. Ganz allgemein setzt man sich aber mit einer Mitgliedschaft bei uns für eine vielfältige Landwirtschaft und für zukunftsfähige Höfe ein. Unser Motto als Verein ist, jeder Hof zählt. Und freuen uns da über jede Person, die uns da unterstützt und mit uns gemeinsam den Weg geht. Ich darf mich jetzt einmal bedanken für die kurze Vorstellung. Ich habe da jetzt noch unseren ehemaligen Obmann mitgebracht, gemeinsam mit seiner Frau, der Olga. Die haben mittlerweile einen Hof gefunden, den sie jetzt in Oberösterreich aktiv bewirtschaften. Und ich finde es immer eine ganz nette Abrundung zum Schluss. Von Quereinsteiger für Quereinsteiger. Und in dem Falle ist quasi der Weg geglückt. Ja, in dem Sinne danke erst einmal und ich freue mich auf einen Austausch mit euch. Genau. Vielen Dank, liebe Vanessa, für den Rundumblick, für den Einstieg und auch für euren, ja, für euren Wirkungsbereich. Schön, dass das dass den Verein gibt und dass Sie da Menschen gefunden haben, die sich dem Thema, dem, ja, dem Thema annehmen und da was weiterbringen. Wenn es Fragen zu Vanessa gibt, würde ich sagen, machen wir das dann wirklich gleich zum Schluss, nach der Julia, damit wir das dann gesammelt haben. Und genau, also vielen Dank und ich würde das Wort dir, Julia, übergeben. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich mit euch da den Abend verbringen kann. Und auch bei der Vorstellungsrunde, finde ich, waren schon ganz viele Aspekte dabei, die für mich auch ein Punkt waren, warum ich in die Landwirtschaft einsteigen wollte.
Und ja, ich werde euch jetzt ein bisschen was erzählen von unserem Betrieb und wie ich dazu gekommen bin. Sieht man schon was? Moment. Noch nicht. Jetzt sieht man E-Mail. Jetzt. Ah, jetzt. Und jetzt ist groß hoffentlich da. Es ist quasi in diesem Vorschau-Modus noch. Also das Interessante ist, also ich finde die Einladung ganz spannend. Wir haben heuer 10 Jahre Bio-Wolf-Jubiläum und ich habe zu dem Thema schon was zusammengestellt gehabt. Normalerweise 12-50 Minuten, aber ich werde versuchen, jetzt ganz schnell einen Durchlauf zu machen. Ich habe wahnsinnig viele schöne Bilder und viele interessante Aspekte zum Erzählen und werdet versuchen, dass ich nicht so lange brauche, sonst stoppt es mir einfach. Ja, unser Biobetrieb ist ein sehr kleiner. Wir arbeiten auf einer Fläche von ungefähr einem halben Hektar. Insgesamt haben wir sehr viele Wiesenflächen um unser Haus. Inzwischen haben wir es geschafft, dass alle Flächen um unser Haus auch Bioflächen sind. Ursprünglich war dieser Garten, den ihr das jetzt der Küchengarten von meiner Großmutter, in dem ich sehr viel Zeit verbracht habe als kleine Julia. Und eigentlich war das immer so mein Kindheitstraum, dass ich halt viel mich im Garten bewegen kann. Wobei der Werdegang jetzt nicht so war, dass ich gleich wusste, ob ich Biobäuerin werden, sondern zuerst habe ich noch meine Ausbildung in Schönbrunn gemacht, bin Gartentechnikerin geworden, habe 15 Jahre in der Gartenplanung gearbeitet und mit der Geburt meiner Kinder ist dann auf einmal dieses Selbstversorger-Thema ganz aktuell geworden. Und wir haben angefangen, den Küchengarten intensiv zu bewirtschaften. Vorher bin ich noch mit der Achinoa in Kontakt gekommen. Das war ungefähr vor über 20 Jahren. Und habe da meine ersten ausgefallenen Paradeissorten mir besorgt und habe die für sehr gut befunden. Wir haben dann unsere ersten kleinen Tunnel aufgebaut, Paradeiser anbaut. Das ist ein Blick auf unseren Hofeingang. Und zum Klima möchte ich sagen, ist es so bei uns, dass wir eigentlich in einem Klima arbeiten, das man normalerweise, ich springe jetzt trotzdem zurück, ich weiß, ich darf keine, ich sollte keine Texte haben. Wir haben einen sehr schweren Boden bei uns und die klimatischen Verhältnisse sind so, dass es bei uns oft sehr starke Gewitter gibt, Hagel, Stürme. Wir haben viel Unwetter und zwischendurch haben wir ganz lange Trockenperioden. Und das Ganze zusammen, auch mit Spätfrösten verbunden, ist eigentlich eine Lage, die eher schwierig ist. Der Vorteil für unseren Betrieb ist, dass wir dadurch diese ganzen Herausforderungen eigentlich nehmen und auch wissen, was gut wächst inzwischen und das auch an unsere Kunden weitergeben können. Und das, wir haben halt einen sehr großen Erfahrungsschatz, arbeiten natürlich noch immer damit und geben das auch gern weiter. Begonnen haben wir in einem kleinen Folientunnel. Das heißt, ich habe angefangen, Jungpflanzen zu produzieren, Gemüse- und Kräuterraritäten. Da war der Schwerpunkt am Anfang wirklich Gemüse, teilweise auch ein paar Erdbeeren. Und ich habe alles angebaut, was mir gut geschmeckt hat. Und alle unsere Überschüsse, und es waren ziemlich viele, weil ich kann nichts wegschmeißen. Also so entstehen Biobetriebe, auch so. Haben wir dann auf Pflanzenmärkten verkauft. Und irgendwann bin ich dann gefragt worden, ob wir eben biologisch produzieren. Und ich habe gesagt, nein, unkontrolliert biologisch. Und habe mich dann wirklich erkundigt, wie das funktionieren könnte. Siehe da, es hat eine Betriebsnummer von meiner Großmutter noch gegeben, die habe ich übernommen und mir einen Bio-Vertrag, also einen Kontrollvertrag besorgt. Und ja, das war vor 10 Jahren und dann haben wir angefangen, halt kontrolliert biologisch Gemüseraritäten zu produzieren. Am Anfang waren es Gemüseraritäten, sehr paradeiserlastig, die ganze Familie hat mitgeholfen. Die Kinder waren, wie gesagt, noch klein und sind sehr viel draußen mitgelaufen, was
als irrsinnige Bereicherung empfunden habe, weil es einfach für mich so schön war, zu Hause zu arbeiten und auch Familie und Betrieb und Kinder unter den Hut zu bringen. Ja, das waren unsere ersten Marktversuche. Das haben wir halt quasi mit unseren selbstgezogenen Pflanzen auf Pflanzenmärkten unterwegs gewesen. Und ich spanne den Bogen jetzt gar nicht so weit. Also inzwischen haben wir 5 Mitarbeiter. Wir produzieren noch immer Gemüse- und Kräuterraritäten, haben aber inzwischen auch sehr viel anderes Essbares im Programm, unter anderem auch Kräuter, Naschobst und auch essbare Blüten und auch Bienen- und Schmetterlingsstauden. Wir arbeiten extrem ressourcenschonend, das heißt, wir haben 2 kleine Folientunnel, wo unsere Fruchtgemüse drinnen produziert werden. Da sieht man jetzt die Fließabdeckung am Abend, wenn wir im März schon pikiert haben und es wird doch noch kalt. Also ressourcenschonend heißt bei uns, es werden die Tunnel nicht beheizt. Bei der Vermehrung ist es so, wir machen Stecklingsvermehrung, aber auch generative Vermehrung. Wir probieren wirklich, dass wir 90-95% von den Pflanzen selber produzieren. Das ist jetzt zum Beispiel Aussaat letztes Jahr im Frühjahr. Und mir ist von Anfang an wichtig gewesen, also zum einen war es ein Low-Budget-Projekt, unser Biohof, aber wichtig war mir immer dieses Ressourcenschonende. Das heißt, wir arbeiten wirklich mit Lieferanten, die in einem Umkreis von 20 Kilometern sind. Wir haben die Tunnel wirklich nur sonnenbeheizt. Wir schauen, dass wir also spät zum Produzieren beginnen, damit wir wirklich nicht harzen müssen. Wir recyceln, wir haben viel Nützlingseinsatz, arbeiten aber auch mit Pflanzenjauchen, also Beinwindjauche und so weiter. Und wir sammeln natürlich unser Regenwasser. Und was vielleicht ganz spannend ist, wir haben ganz kurze Transportwege, weil wir eben nur in der Region unterwegs sind. Ursprünglich waren wir Marktfahrer. Die Pandemie hat uns dann, wie soll ich sagen, also wir waren ein reiner Produktionsbetrieb. Und dann durch die Pandemie waren auf einmal alle Märkte abgesagt. Wir haben nicht gewusst, sollen wir jetzt produzieren oder sind wir, also es war tatsächlich so, ein Jahr vorher ist mein Mann in den Betrieb eingestiegen, wir haben ja kein zweites Einkommen gehabt und es war spannend, einfach zu sehen, wie geht es jetzt weiter. Und dann sind wir wirklich irgendwie so Mitte März draußen gesessen und haben überlegt, was tun wir, und wir haben beschlossen, wir bekehren, wir tun so, wie wenn nichts war, und machen alles, damit unser Seelenheil in Ordnung ist. Und dann waren wir als Biobetrieb auf einmal Systemerhalter, haben geöffnet gehabt und haben dann aus dem Nichts einen Verkauf aus dem Boden gestampft, den wir vorher noch nicht hatten. Und die Pandemiejahre haben uns eigentlich total gepusht. Da sieht man unsere Folientunnelnutzung. Also wir arbeiten wirklich auf sehr kleiner Fläche. Wir haben die Folientunnel das ganze Jahr über mit Gemüse bewachsen. Im Frühjahr kommt das Gemüse dann raus, dann wandern die Jungpflanzen, die frisch pikierten und gesäten, rein. Und sobald wir wieder Platz haben, werden die Flächen vorbereitet für die nächsten Gemüse. Und so schaut dann der Blick in den Dunkel aus. Das heißt, wir haben dort dann Gemüse, Feigen, Gurken, essbare Blüten, Kräuter, alles Kraut und Rum, sagt man, also Mischkultur, durcheinander gepflanzt, und haben dann auch in unserem Garten die ganzen Sorten, die wir produzieren. Und der Vorteil ist, dass wir dadurch die ganzen Mutterpflanzen vor Ort haben und auch sehen, welche Sorten funktionieren oder wann es halt einmal ein schwieriges Jahr ist. Die Produktion, die wir machen, ist eine sehr Kreislaufwirtschaft fokussierte. Das heißt, wir nehmen sehr viel von den Samen selber. Da sieht man zum Beispiel, wo wir von unseren 60 Paradeissorten die Samen entnehmen. Also wir legen jedes Jahr wieder das neue Samenkorn von der eigenen Ernte in die Erde. Und ich finde es wunderschön, vor allem weil wir auch wirklich jedes Jahr aufgrund der unterschiedlichen Witterung sehen,
dass die samenfesten alten Sorten wirklich sehr, sehr, also ich würde die immer mehr fördern. Unsere Vermarktung ist sehr, also ursprünglich waren es eben die Pflanzenmärkte, später der Abhofverkauf, wir haben auch Hoffeste und was wir auch machen, wir machen Gartengestaltung. Dadurch, dass ich aus dieser Sparte komme, sind irgendwann die Anfragen kommen und der Vorteil an dieser Vermarktung ist, dass wir halt wirklich sehr viele Pflanzen, die wir so nicht mehr brauchen würden, in der Gartengestaltung verwenden können. Das ist zum Beispiel unsere Staudenfläche, eigentlich einer meiner Lieblingsorte, wo wir ganz viel essbare Blüten haben, aber auch Bienen- und Schmetterlingsstauden im Sommer. Da sieht man einen Blick in unseren Abhofverkauf, den haben wir letztes Jahr spontan aus dem Boden gestampft, weil es so viel geregnet hat im Mai und wir haben eigentlich nichts Überdachtes gehabt. Herunten sieht man unseren Folientunnel und die Einkaufskörbe der braven Kunden, die ja wirklich schauen, dass sie kein Sackerl von uns brauchen, sondern ihre eigenen Behältnisse mitbringen. Und ja, die Kinder sind bei uns eigentlich auch immer mit dabei. Inzwischen dann so nicht mehr so klar, sondern eher halbwüchsig. Ja, das war bei den Gartentagen in Kofidisch, wo wir auch immer wieder einen Stand haben. Das heißt, wir sind nach wie vor sehr viel unterwegs auf Veranstaltungen in der Region und versuchen den Kunden einfach das Garteln näher zu bringen, sie zu begeistern und auch zu motivieren, wieder im Garten was zu machen und einfach auch zu inspirieren, was Neues zu versuchen. Ja, Bio-Hoffest, da haben wir eine sehr intensive Zusammenarbeit mit der Bio Austria und sind da eigentlich ganz froh, weil wir immer wieder Unterstützung kriegen. Unser Sortiment hat eben begonnen mit den Gemüse- und Kräuterraritäten. Später sind die essbaren Blüten dazugekommen, die wir über die Gastronomie in unserer Region vermarkten, was sehr günstig ist, weil wir sind in der Dermenregion. Ah, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt. Also Wörterberg ist im südlichen Burgenland. Dermenregion, sehr viel Gastronomie und dadurch haben wir auch immer wieder Bestellungen, wo wir dann die essbaren Blüten direkt liefern. Ein anderes Standbein von uns sind klimafitte Blütenstauden und Sträucher und eben das Naschobst und die Erdbeervielfalt. Dadurch, dass unsere Sortimentsliste so riesig ist, habe ich nur ein paar Sachen ausgesucht. Also wir haben Hirschhornwegerich dabei, Haferwurzel, Thymiane, aber auch der Klassiker wie Schnittlauch, den bietet man nicht in einer normalen Sorte an. Nein, wir haben fünf verschiedene Sorten Schnittlauch, wo man die essbaren Blüten wunderbar verwenden kann oder an Schnittlauchblütenessig sie ansetzen kann. Also Kräuter sind einfach was Wunderschönes und die kehren nicht nur in den Kräutergarten, sondern für mich auch in ein Blumenbeet. Das war ein Foto, glaube ich, vor 2, 3 Jahren am Mittagessen. Also ich habe 5 Minuten, bin ich in den Garten gesaust, habe ein paar Blüten geholt und das ist das, was ich eigentlich wieder näher bringen will. Einfach Vielfalt fördern, nicht nur im Garten, sondern auch am Teller. Weil nur so können wir die alten Sorten da wirklich erhalten, indem wir es essen und indem sie uns so gut schmecken, dass wir es uns nicht mehr wegdenken können, weil wir nur das quasi, wie soll ich sagen, weil die einfach unvergleichlich sind im Geschmack. Essbare Blüten habe ich da ein paar dabei, die Daglilien, die Stiefmütterchen, die Dahlien. Bei den Dahlien haben viele Leute dann auch so ein bisschen a Beißhemmung zum Einbeißen, aber probiert es mal, das ist recht spannend. Auch das sind essbare Blüten, die wir im Garten haben, von Mondviole über Strauchrosen, schwarze Stockrosen. Wir machen sehr viel Weiterbildung, das heißt, wir gehen her, arbeiten viel mit Kindergärten, aber auch, das war eine Geburtstagstorte, ja. Kinder taugt das immer recht, das ist mega opulent. Ich muss da, glaube ich, jetzt ein bisschen weitergehen. Das ist unser Sortiment mit sehr vielen Bildern wie Wüstensalbei. Sagt es mir, wie ich mit der Zeit bin. Darf ich noch?
Noch kurz. Ich mache ganz kurz. Also Naschobst, das ist ein gutes Beispiel. Wir haben sehr viele verschiedene Erdbeersorten, Wildobst in unserem Garten. Es gibt sehr viele Erntebilder. Wir leben in dem Garten, wir essen aus dem Garten und wollen unseren Kunden und Besuchern einfach näher bringen, dass man aus dem kleinen Stückchen Erdscholle, das man so haben, halt viel mehr rausholen kann. Und dass der Garten nicht nur für uns selber ist, sondern auch viel für unsere Wildtiere, Insekten, Bienen. Und dass es wunderbar ist, wenn man hergeht und einen Garten anlegt, wo man einfach auch nicht nur durchgeht und was fürs Auge hat, sondern auch ein bisschen naschen kann. Ja, das ist auch ein Erntebild. Und das Ganze vermitteln wir halt in Form von Workshops mit Kindergärten, mit Schulen, Volksschulen, pädagogischen Hochschulen, wo wir auch Kräuterwanderungen machen oder Hochbeete gemeinsam bepflanzen oder einmal einen Spitzwegerich-Honig machen oder Hühner streicheln. Also es ist ein sehr vielfältiges Programm. Wir machen mit unseren Teilnehmern gemeinsam Totholzhecken als Unterschlupf für Tiere. Biodiversität ist bei uns ganz, ganz groß geschrieben und bieten auch Trockensteinmauernkurse an. Also wir sind da eigentlich sehr, sehr vielfältig aufgestellt. Und mir macht es sehr Spaß. Und mit dem Bild möchte ich jetzt eigentlich beenden, damit ich den Rahmen nicht spreng. Und ich freue mich auf Fragen und auf eine interessante Diskussion. Vielen, vielen Dank, Julia, für den Einblick, für die vielen tollen Bilder. Da hat man schon richtig Lust gekriegt, dass man die mal besuchen kommen muss. Zumindest ich bin momentan, also ich arbeite von Oberösterreich aus, also ich bin nicht gerade ums Eck. Ja, und ich würde sagen, ein Quereinstieg zum Thema hundertprozentig geglückt, oder? Bei euch. Ja, es war in der Form nicht geplant. Also ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich mein Hobby einfach nur intensiviere. Und irgendwann hat mein Mann zu mir gesagt, also ich habe in der Teilzeit gearbeitet, ich kann mir jetzt überlegen, ob ich weniger Jungpflanzen mache oder meinen Job aufgib. Und das war für mich so eine Schlüsselfrage, weil irgendwie war gleich klar, ich muss meinen Job aufgeben und mehr Jungpflanzen machen. Es war natürlich ein Riesenglück, dass ich eine Unterstützung gehabt habe. Und auch diese familiär, also diesen Background, wo jeder gesagt hat, ja, wir tun da mit, gell? Und natürlich, dass der Grund da war, der vorher eigentlich komplett brach gelegen ist. Der war verpachtet an einen anderen Biobauern und der war eigentlich auch nicht mehr so wirklich interessiert, weil die Fläche zu klein war. Und insofern haben wir dann diese Chance einfach ergriffen, gell? Ja, vielen Dank. Ich möchte eh gleich mal zur allgemeinen Fragerunde übergehen. Also vielleicht, Julia, kannst du mal die Präsentation wieder stoppen? Dann sehe ich euch wieder ein bisschen größer, genau. Ja, Frage an euch, was gibt's, was brennt euch unter den Fingern? Und vielleicht sagt ihr mir dazu einfach, an wen ihr die Frage habt. Vanessa hat ja viel Allgemeines und ich glaube, vielleicht gibt es auch, also mich würde vielleicht auch ein paar rechtliche Dinge interessieren, die wir noch gar nicht so angesprochen haben. Und ich übergebe das Wort an euch und ich sehe gerade, die Katrin Grüner hebt schon die Hand, dann darf ich das gleich an die weitergeben. Deine Frage. Also, das ist eine Frage an Julia. Also, mein Ja. nächster Urlaub im Sommer, da geht immer nach Burgenland. Ist der Besuch schon einmal fix eingeplant? Mich würde es total interessieren, weil das ist auch ein bisschen meine Leidenschaft, Blumen vermehren und was auch immer. Fällt das Thema in die Urproduktion oder wie schaut das Thema aus? Super wichtige Frage, habe ich vergessen zu sagen. Wir sind Urproduzenten, genau. Und das war für uns auch immer wieder das Thema. Mal, jetzt haben wir so viel Gemüse und so viel Kräuter, machen wir Verarbeitung. Und wir sind tatsächlich beim Kräutersalz geblieben, weil mir alles andere zu kompliziert wäre. Also, das hat aber auch damit zu tun, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte eigentlich immer mehr Vielfalt produzieren und ich bin dann lieber mit die Hände in der Erde, als dass ich dann Etiketten
Ausdruck und Kleb oder einkoche. Also ich koche viel ein, aber das ist für uns selber, ja. Das heißt, alles, was du machst, auch die ganzen Blumen, ist auch alles Urproduktion, was über die Landwirtschaft ganz normal laufen kann, Genau, sozusagen. also wir sind eine reine Urproduktion, wir haben eine Pflanzenproduktion und dadurch, dass wir wirklich auch die Mutterpflanzen selber bei uns haben, also es ist alles quasi in der Erde, beziehungsweise teilweise in den Töpfen, wenn wir Stecklinge runterschneiden, wenn wir ein bisschen vorziehen. Okay, danke. Gerne. So, hat wer andere eine Frage? Die Eva Glatzer sieht gerade. Bitte sehr, Eva. Ja, mich hätte eigentlich interessiert, Julia, weißt du, wo da die Abgrenzung ist zur Gärtnerei? Ja, also das ist eine gute Frage, weil also bei uns ist ja wirklich irgendwie eine Grauzone. Also zum einen ist, also Grauzone ist es keine, wir haben den Biobetrieb, das ist einfach der landwirtschaftliche Betrieb, wo wir produzieren. Und du kannst das Biobetrieb Gemüse, Kräuter, aber auch natürlich die Blumen produzieren. Und wo bei uns halt irgendwo der Spagat war, wir haben ja dann relativ früh angefangen, auch Gartenberatungen zu machen und machen teilweise ja auch Gartenpflegen und legen Gärten an. Das heißt, wir haben noch ein Gewerbe dazu. Das Gärtnergewerbe haben wir noch mehr extra. Und so ist quasi der Biobetrieb immer nur der Produktionsbetrieb und übers Gewerbe laufen die ganzen Dienstleistungen. Oder auch, wenn wir was zukaufen müssen, weil teilweise brauchst du mal einen Strauch oder einen Baum, den wir natürlich nicht selber produzieren und das geht übers Gewerbe. Ja. Also wenn es jetzt Gartengestaltung ist und alles andere, wobei wir hauptsächlich vom Biobetrieb leben. Okay, danke. Ich gleich die nächste Hand, der Bernhard Baumgartner. Ja, genau. Vielen Ja. Dank, danke. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich schaue gerade die Termine an, wo Sie ausstellen bzw. wo ihr was verkauft. Das fängt am 24. Februar, denke ich, an, lese ich gerade. Im Burger, ja. Im Burgau, okay. Und habt ihr da ein großes Sortiment oder ist es dann mehr sozusagen auf Katalog und auf Bestellung? Wie schaut denn das dann aus? Naja, wir haben Was ein das sehr großes, wir haben ein sehr großes Sortiment. Es ist nicht immer das ganze Sortiment verfügbar. Das heißt, diese erste Ausstellung oder Frühlingsausstellung in Burgau fängt jetzt wirklich schon nächste oder übernächste Wochen an. Und da Ja. fahren wir natürlich hauptsächlich jetzt mit Frühlingsblühen und schon ein paar Kräutern. Also ab Ende April, Anfang Mai, Mitte Mai ist bei uns das ganze Also. Sortiment fertig. Also weil die Leute fragen teilweise ja Anfang März, ob es schon Paradeiser gibt. Da haben wir nicht einmal noch Samenkorn gelegt, weil wir einfach wirklich viel später dran sind. Und wir sind pflanzenverkaufsmäßig so in der Region verwurzelt, dass wir eigentlich kaum weiterfahren. Ich glaube, zu einem Beka guten Bekannten fahren wir 1 Stunde und sonst sind wir maximal 35 Minuten unterwegs. Das ist gewachsen mit der Geburt der Kinder irgendwie, dass wir gesagt haben, wir wollen schnell wieder daheim sein. Und inzwischen funktioniert es so gut, dass ich mir denke, das ist eigentlich genau das, was ich will. Einfach in der Region arbeiten, auf kleinem Radius. Und Ja. wir produzieren halt das ganze Jahr. Und es sind manchmal Dinge, also Pflanzen ausverkauft. Es gibt da Pflanzen, da produzieren wir nur Kisten. Es gibt da Pflanzen, da produzieren wir 5 Kisten und es stellt sich heraus, dass es No-Seller sind, weil nur ich so begeistert bin. Dann muss ich halt ein Jahr lang drüber reden, wie toll das ist, damit wir es vielleicht im nächsten Jahr verkaufen. Aber ja, wir experimentieren da relativ viel rum. Und natürlich haben wir ein Hauptsortiment, wie zum Beispiel Gurken, Paradeiser, Zucchini, also alles, was so die Fruchtgemüse sind. Da produzieren wir sehr viel und von den Kräuterraritäten, wie zum Beispiel von einem vietnamesischen Koriander, machen wir halt dann dementsprechend weniger. Ein Blick auf die Homepage. Entschuldigung. Ja, haben wir geschaut auf die Homepage. Eine Frage hätte ich noch, habt ihr das Ganze eingezäunt? Das ganze Areal?
Ja, wir haben es inzwischen eingezäunt. Am Anfang haben wir uns gedacht, es geht ohne Zaun. Wir haben einen ziemlich starken Rehdruck. Und insofern würde es ohne Zaun nicht gehen. Und auch die Wühlmäuse finden den Platz, wo wir arbeiten, ganz wunderbar. Also Biodiversität halt, sage ich mal. Auf allen Ebenen. Na toll, im Fürstenfeld hat es am 20. April, habe ich gelesen. Müssen wir schauen, vielleicht sehen wir uns da, dann kommen wir vorbei. Sehr mich rein. Vielen Dank, Frau Wolf, danke. Du, Julia, nur weil ich heute auch was gelesen habe, seid ihr noch immer traktorlos? Ah ja, na, wir sind inzwischen nicht mehr traktorlos. Also Andreas, mein Mann, hat jetzt endlich einen Traktor gekriegt vor 1,5, 2 Jahren. Ja. Einen kleinen Weingartentraktor haben wir inzwischen, ja. Es wäre nicht mehr anders gegangen, und zwar deswegen, weil wir nicht jünger wären. Also das, was du am Anfang so aufbaust von der Pike auf, oder? Man merkt dann schon irgendwann, es ist ressourcenschonender, wenn man einen Traktor hat. Ja, und wenn das Angebot da schon so riesig ist, oder? Ja, weil das Angebot riesig ist und weil ja die Grundflächen, also und wir haben von der Topografie ist unser Betrieb ja im Wörterberg am Wörterberg. Das heißt, wir sind direkt am Hang und wir haben außer der Staudenfläche, die man gesehen hat, wo die Sonnenblumen auf der Seite blüht haben, das ist unsere einzige ebene Fläche. Alle anderen Flächen, die eben sind, haben wir irgendwann mit dem Bagger terrassiert. Und dadurch, dass wir eben nicht auf einer Ebene arbeiten, haben wir relativ viele Wege, weil wir in verschiedenen Tunneln und auf verschiedenen Flächen verschiedene Sortimente stehen haben. Und schon deswegen ist es wichtig, einen Traktor zu haben und eben auch Golfkarts, wo wir rauf und runter blitzen können am Berg. Ich meine, wir sind natürlich flink und geschmeidig und gut trainiert, aber insgesamt würde ich sagen, ohne würde es nicht mehr gehen, weil die Wege einfach so lang sind. Also ich weiß, wir haben eine frühe Saison gehabt, da haben wir an einem Tag jeder 27.000 Schritte gehabt. Also da war es dann, warum es dann oben nur mehr irgendwie in die Falle fällt. Ja, ich habe das halt gelesen, aber das muss ich dir unbedingt fragen, weil bei den Bildern, wie ich gerade gesehen habe, bin ich mir nicht sicher, ob dann der Traktor Ah, Einzug Gott genommen sei hat. Dank gibt es. Ein kleiner. Ja. So, die Thekla hat die Hand gehoben. Bitte, Thekla. Ich würde nur gern wissen, wie groß ist die Fläche, die Sie da bewirtschaftet, mit oder ohne Traktor? Wir haben, also direkt ums Haus haben wir ungefähr einen halben Hektar. Und auf dem halben Hektar ist unser Selbstversorgergarten, unser privater Garten unter Betrieb. Die Tunnel, also die Staudenfläche hat ungefähr 300 Quadratmeter, die Tunnel haben 2 mal 60 Quadratmeter und dann nochmal an mit 100 Quadratmeter. Also es sind wirklich kleine Flächen. Das ist auch der Grund, warum wir so viel Rochaden machen. Also bei uns sind die Pflanzen in dem Moment, wenn sie hart genug sind und kräftig genug, sind sie im Freien und werden zur Not dann noch mit der Vliesabdeckung geschützt, wenn es wirklich kalt ist. Und ums Haus herum haben wir inzwischen 3 Hektar Streuobstwiesen und Kleegraswiesen. Also wir haben das Glück gehabt, dass relativ viel von den Nachbarn gesagt haben, ja, ihr könnt es pachten, ihr könnt es kaufen. Und das haben wir sukzessive gemacht, ja. Und eigentlich sind unsere Flächen, das ist auch der Grund, warum wir den Traktor haben, weil einfach viel zum Mähen ist. Und wir mähen halt 2-mal im Jahr. Sind eigentlich sind wir dabei, dass diese Flächen alle Streuobstwiesen werden. Also wir setzen jedes Jahr zwischen 30 und 40 neue Obstbäume und probieren da relativ viel aus. Also letztes Jahr haben wir Olivenbaum gesetzt, aber wir setzen auch Kaki. Also es ist recht witzig. Granatäpfel funktionieren inzwischen bei uns und mit sowas spüren wir uns Das ist auf den schön. restlichen 3 Hektar. Das ist sehr schön, ja. Weiter so. Fällt mir gut.
Und mir hat das auch so gut gefallen mit der Biodiversität und mit den ganzen Viechern und Schätzchen. Ich sage nämlich einmal, das sind meine Schätzchen, wenn ich was finde. Genau, ja, das ist die Schiene, wenn man rausgeht, gell? Genau. Na, ist Ja. super, sehr fein. Danke. So, gibt es weitere Fragen von euch? Ja, ich habe eine Frage, bitte. Ja, gerne. Kann man etwas mehr erfahren von den Wildfrüchten? Wie heißen die Sorten? Wir haben beim Wildobst einen Schwerpunkt auf klimawandeltaugliche Pflanzen. Das heißt, dadurch, dass bei uns im Garten sehr heiß und trocken ist, also wir haben eine reine Südwestseite, arbeitet man viel mit Felsenbirnen, aber auch mit Aronia oder mit einem Dirndlstrauch, Kaki. Wir haben die ganzen Pflanzen auf der Sortimentsliste, also auf der Homepage. Und haben bei den meisten Gattungen auch verschiedene Sorten. Das heißt, wir haben dann von den Felsenbirnen heute halt dann drei, vier verschiedene Sorten. Es gibt größere, es gibt kleinere, es gibt großfrüchtigere, es gibt frühere, es gibt spätere, später reifende. Absolute Lieblingspflanzen von mir sind die Erdbeeren. Also bei den Erdbeeren haben wir jetzt aber eh schon reduziert. Zwischendurch haben wir 25 Sorten Erdbeeren gehabt. Für historische Sorten. Ja, wie soll ich sagen? Also es ist wirklich ein Kindheitstraum, den ich mir da verwirkliche. Meine Großmutter hat da, wo wir jetzt den Garten haben, ein riesen Erdbeerfeld gehabt. Und in diesem Erdbeerfeld bin ich als Kleinkind schon immer rum, also mitgelaufen und habe halt die größte Erdbeere gesucht. Und jetzt mache ich halt 20 Sorten Erdbeeren. Und das Schönste ist eigentlich, wenn dann Kunden kommen und man kann ein bisschen verkosten. Oder auch die Sorte finden, die perfekt für einen Garten ist. Also ich finde einfach die Vielfalt, die Sortenvielfalt ist so wertvoll, weil man dann einfach wirklich für jeden Standort und für jeden Geschmack was findet. Und vom Wildobst her ist es so, dass wir da halt sehr viel Sorten produzieren, die dann auch gut für die Verarbeitung sind, also wo man dann auch praktisch runterpflücken kann, egal ob es dann Riebissel sind oder schwarze Johannisbeeren oder rosane Riebissel, wobei wir da schon auch, zum einen ist es selber gern, aber auch auf Hinblick auf die Gastronomie, weil das einfach immer wieder sehr eine gute Marketinggeschichte ist, wenn du wieder andere Sorten im Angebot hast. Und meistens sind es wirklich alte Sorten, die gibt es eh schon, aber es produziert halt keiner. Wer produziert nur rosa Ribisl? Also wir haben jetzt vor 2 Jahren wieder angefangen, schmecken voll gut, wachsen super, kennt kein Mensch, die Weißen kennt vielleicht nur wer. Und ich mag jetzt solche Sachen, wo ich mir manchmal denke, wo ich mir vorher denke, das mache ich nur für mich und das ist witzig, aber irgendwie schaffe ich es dann immer, andere Menschen auch dafür zu begeistern und dann, ja. Fixen wir es halt alle an, damit sie auch rosane Riebisl im Garten setzen. Also ich finde das ganz witzig. Wir sind natürlich ein super kleiner Betrieb, aber bei uns in der Region ist es eigentlich sehr, es kommt gut an und ich finde es auch manchmal sehr witzig, weil die Sortimentsliste ist jetzt nicht aktuell, dass die Leute einfach schon gern zu uns kommen, weil sie wissen, wir experimentieren viel. Und es gibt viel einfach bei uns wieder zum Entdecken und zum Probieren. Und wenn ich Zeit habe, dann lasse ich auch viel kosten, weil ich einfach selber finde, dass das so wertvoll ist. Auch, dass man sich mit dem Thema Garten beschäftigt, finde ich so wertvoll. Man kann mit so vielen anderen Sachen die Zeit verplempern, aber Garten ist doch auch was, was einen wahnsinnig viel ja, erdet. Das hole ich aus, ich weiß, aber es ist irgendwie so schön. Schön, dass du die Begeisterung, das spürt man richtig bei dir. So, ich sehe da jetzt weitere Hände und zwar Bela hat, glaube ich, eine Frage. Da habe ich es erstes gesehen. Du musst den Ton einschalten. Guter Einwand. Ja, ich sitze da auch mit offenem Mund. Okay, 3 Hektar noch dazu ist schon eine Fläche, aber immer noch nicht groß. Also auf dieser Fläche produziert ihr für Privatabnehmer und auch für die Gastronomie, richtig? Genau.
Und unsere Hauptkunden sind aber wirklich Privatkunden. Also wir haben, ich schätze mal, 80% sind wirklich Privatkunden und 20% wird Hotellerie sein. Und da ist halt auch wirklich viel dabei, weil die Hotellerie bei uns auch wirklich viele Gärten, also die haben Kräutergärten und die werden halt zweimal im Jahr bestückt. Das heißt im Frühling und oft dann im Sommer nochmal, wenn es eine Rochade gibt. Und das machen wir. Das heißt, da entweder beraten wir oder wir sagen, kommt's vorbei, schaut's, was, also es ist recht. Und ja. Rochade mit Streuobst könnt ihr ja nicht machen. Ich verstehe das nicht. Nein, das sind Kräuter. Also Ja, das mit den sind Kräutern. Kräuter. Okay. Das heißt, wenn die Petersilie nicht mehr so schön ist, dann kommt halt vielleicht der Spinat rein. Also es ist in die Richtung, ja. Und alles ab Hofverkauf. Ja, und Pflanzenmärkte, ja. Okay, bleibt mit. Okay. Hut ab. Noch ein Einwand, da hat, also nicht ein Einwand, eine Bemerkung, da hat jemand bei der Präsentation gesagt, eben, dass die Quereinsteiger so gute Ideen immer reinbringen, das mag sicher so sein, aber ich sehe das immer wieder, ich gehe wuffen und ich sehe das immer wieder, wie gut es ist, wenn man zusammenarbeitet. Die Ideen von den Quereinsteigern und das Wissen von den Alteingesessenen, wie ich weiß nicht, wer das war das der Bernhard oder wer das gesagt hat. Und ich glaube, das wäre eine interessante Sache, das zu forcieren, dass man bevor eine Übergabe stattfindet, dass man gemeinsam dieses Wissen pflegt und weitergibt. Danke. Ich sehe das auch so, und vor allem kann sie viele, viele, wenn ich mir die Erfahrung von anderen zunutze machen kann, dann erspare ich mir selber relativ viele Fehler. Das habe ich eigentlich immer ein bisschen schade gefunden, weil ich habe den Betrieb übernommen, da hat es meine Oma mehr gar nicht gegeben. Und natürlich, ich bin immer mitgelaufen und das war schon so, aber wir haben uns wirklich sehr viel selber arbeiten müssen. Und deswegen habe ich ja diese Freundschaften und Synergien und Bekanntschaften wahnsinnig spannend gefunden, wo man einfach diesen Austausch hat. Weil der Vorteil ist von einem Quereinsteiger sicher, dass man irrsinnig meistens sehr motiviert ist und brennt und einfach mal was ausprobiert, was eher unkonventionell ist, ja. Aber natürlich kann man dann, ja, also wir haben wirklich das Glück gehabt, dass es einfach nur einen Brotjob gegeben hat, der neben dem Biobetrieb weitergelaufen ist. Und mein Mann hat, also witzigerweise, wie ich den Betrieb angemeldet habe, hat er gemeint im Scherz, ja, und wenn dann der Betrieb so gut läuft, dann steige ich ein und dann leben wir alle von dem Betrieb und ich habe gelacht, gell? Und eigentlich ist es wunderbar, wenn man, also das ist wie wenn man sich so Ziele setzen würde, weil es ist halt ganz klar gewachsen. Und ich denke, man braucht halt Geduld und irgendwie so Step by Step ist oft besser als von vornherein ein Riesending hinbauen, viel zu investieren und auf voller Risiko zu gehen. Ich meine, da wäre ich jetzt einfach der Typ dafür. Und vielleicht ist das auch nur meine Sichtweise, aber ich finde, was klein wachsen zu lassen und das ohne Schulden. Also für mich hat das schon einen Reiz. Und am Anfang haben wir halt nicht so gut davon leben können und jetzt können wir gut davon leben. Also es ist bei der Entwicklung. Und ich habe immer gesagt, falls es nicht geht, dann können wir uns noch immer aus unserem Garten ernähren. Sehr Kochen wir viel. ganz viel Gemüse. Kinder freuen sich, juhu. Sehr viel dazu. Ganz kurz die Vanessa vielleicht sogar vorziehen und dann gehen wir zum Bernhard rüber. Vanessa, hast du gerade was Erfahrungsaustausch Darf betrifft und so weiter? ich dazu mal Sehr sagen, ich beschäftige mich gerne. seit 35 Jahren mit Nachfolge in Familienunternehmen weltweit. Und Frau Vanessa vielleicht, aber ich möchte dann dazu noch was sagen, weil ich kann den Herrn Becker sehr gut verstehen und auch Sie gut verstehen, Frau Wolf, aber nicht in der Landwirtschaft diese Nachfolge, sondern in Industriebetrieben, in KMUs, in Großbetrieben und so weiter. Und war weltweit unterwegs und ich habe einiges erlebt im Endeffekt. Kann ich gerne mal ein bisschen was
Ich wollte da nur anschließen, eben das, was der Bela auch gesagt hat, das ist auch etwas, was wir in unserer Arbeit immer wieder erfahren, dass halt gerade Menschen, die in die Landwirtschaft einsteigen wollen, auch diesen Weg der außerfamiliären Nachfolger gehen, weil sie halt von der alten oder älteren Generation lernen möchten und auch können. Also ich glaube, es steckt ganz, ganz viel Wissen im alten Handwerk, das halt auch verloren geht, wenn keiner weitermacht mit der Bewirtschaftung. Und natürlich, Quereinsteiger können an frischen Wind in oft vielleicht verstaubte Strukturen der Landwirtschaft bringen. Und die Jule ist, finde ich, da ein super Beispiel, die da experimentiert und herumprobiert. Uns als Verein ist da war oft zu betonen, also dass häufig irgendwie so ein romantisches und idyllisches Bild von der Landwirtschaft existiert, dass man sich Selbstversorgung sehr schön vorstellt und sehr einfach vorstellt, aber es birgt natürlich nicht Risiken und man muss ja dessen bewusst sein, dass halt Landwirtschaft auch Arbeit erfordert und nicht nur körperliche Arbeit, ja, sondern ja, auch natürlich finanziell braucht man einen Puffer. Das sind so Herausforderungen, die halt wir auch wahrnehmen, was jetzt das Thema Quereinstieg angeht. Genau. Du, Aber ja, also Herr ganz. sehr gern. Genau. Vanessa, ich hätte da eh eine Frage auch zu den Stolpersteinen, ja. Weil es ist eben, es gibt einige Höfe, die übergeben möchten und es gibt viele Menschen, die was suchen. Woran scheitert es denn am häufigsten? Und ich habe auch gehört, das ist ja diese Kennenlernphase, die ganz wichtig ist und auch da heißt das ja noch längst nicht, dass man dann zusammenfindet. Kannst du da noch ein bisschen was darüber erzählen, was deine Erfahrung, ja, wo man was mitnehmen kann, worauf man sehr gut achten muss oder woran es auch öfters gescheitert ist vielleicht? Ja, also das ist ganz klar zu sagen, dass da die zwischenmenschliche Basis einfach gut harmonieren muss. Es ist ein bisschen so wie in der Liebe, man muss halt den richtigen Partner finden, den richtigen Übernehmer oder Übergeber finden, wo man merkt, es passt menschlich einfach gut zusammen. Und man hat auch das Vertrauen im jeweils anderen, dass man zum Beispiel sich frei entfalten kann am Betrieb und darf. Aber man hat auch das Vertrauen in die Übernehmergeneration, dass die besten Wissens und Gewissens so weitermachen. Und da ist natürlich auch die Kennenlernzeit, wir sagen immer so mindestens ein Jahr, dass man zusammenarbeitet, gemeinsam Zeit verbringt, um sich da gut kennenzulernen, auch in Arbeitsphasen, in Spitzen- und Hochphasen in der Landwirtschaft, wo es halt dann ja, mal vielleicht stressig zugeht und vielleicht auch dann die rosarote Brille nicht mehr so vorhanden ist wie am Anfang. Also, um da jetzt zurückzukommen auf deine Frage, einfach das Zwischenmenschliche gut ausloten, aber auch Offenheit und Vertrauen und Wertschätzung mitbringen in dem ganzen Prozess. Das heißt, an der Qualifikation oder so scheitert es gar nicht so oft, oder? Oder ist das teilweise auch ein Thema? Es ist, wenn sich jemand findet, dann sind meistens so die Rahmenbedingungen, sage ich mal, und Übergeber, die jetzt sie bei uns melden, haben oft schon konkrete Vorstellungen. Die hätten gerne, dass die Übernehmer zum Beispiel schon einen Facharbeiter als Ausbildung haben. Und wenn sich über die Plattform jemand bei denen meldet, der halt zum Beispiel gar keine landwirtschaftliche Erfahrung hat, so schade es auch für die Person ist, aber dann wird wahrscheinlich da im Vorhinein schon die Rückmeldung kommen, dass halt nicht so gut passt, so im Vorhinein. Also durch den Steckbrief kann man schon die Rahmenbedingungen, finde ich, ganz gut abstecken, was man sucht. Und wir sagen halt einmal dazu, man kann praktische Erfahrung erlernen und die Ausbildung sowieso nachholen. Es gibt ja die berufsbegleitende Möglichkeit. Also wenn man gewillt ist und motiviert ist, dann kann es gut gelingen, auf alle Fälle. Ja. Sieht da noch eine Hand von Bernhard Baumgartner? Ja, darf ich zu Frau Kaiser und zu der ganzen Nachfolge noch ein paar Stellungnahmen. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, Zukunftsgestaltung von Familienunternehmen. Und es ist ganz ähnlich. Und ich sehe die Landwirtschaft einfach als einen ganz einen kleinen Teil im Endeffekt, weil in den KMUs, in den kleinen mittleren Unternehmen,
existiert ja das ganz gleiche Problem in Wirklichkeit. Ganz gleich. Also da ist kein Unterschied zwischen Landwirten und so weiter. Nur mir scheint, dass dieser Ansatz ja, zurechtgerückt ist für die Landwirtschaft, aber normalerweise, und wenn man sich ein bisschen wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, was ich gemacht habe, dann dauert so eine Übergabe in den KMUs im Endeffekt, so, im Medianwert sind so 5 Jahre im Endeffekt. Ja. Natürlich geht es in der Landwirtschaft, also kann man sagen, viele Leute nicht. Ich behaupte aber, es geht auch, weil es genügend Beispiele gibt auf dieser Welt. Und das ist ja nicht nur Österreich allein, es gibt in Deutschland und der Schweiz ja ähnliche Themen. Und zu dem ganzen Thema, wenn wer da einsteigen möchte, ist es natürlich ganz gleich, ob das in einer kleinen mittleren Unternehmen ist oder in einer Landwirtschaft. Nur das große Problem ist folgendes, aus meiner Sicht und was ich über 35 Jahre beobachtet habe, es bereitet sich niemand vor. Niemand. 90% bereiten sich nicht vor, haben keine Ahnung, wie sie das irgendwo mal anstellen, dann sind sie einmal 65 Jahre und dann sagen sie, okay, jetzt müssen wir was machen. Aber dass sie früher anfangen und sagen, so, jetzt bin ich 55, meine Kinder wollen nicht, oder ich bin 60, die wollen auch nicht, jetzt schaue ich mich um. Natürlich gibt es in jedem kleinen KMU auch von außen Leute, die hineinsteigen, die keine Ahnung haben oder ein bisschen Ahnung haben und das dann weiterführen. Nur ich sehe den ganzen Ansatz einfach, der gehört professionalisiert in Wirklichkeit. Und ich verstehe schon, dass so viel aufhören, verstehe ich sehr gut, weil sie einfach nicht nachdenken, was kann ich wirklich machen. Das trifft genauso die KMUs mit der Änderung der Geschäftsmodelle, die da sind. Braucht man nicht schauen. Der Handel hat Schwierigkeiten. Viele andere Betriebe werden auch Schwierigkeiten haben, weil sie sich mit den neuen Technologien nicht auseinandersetzen. Und das ist in der Landwirtschaft sehr, sehr ähnlich. Weil also alle glauben, jetzt müssen sie selber, was 50 Jahre gemacht haben, alles wieder gleich machen, wie es immer war. Das geht eben nicht. Und natürlich sind viele Menschen, ich sage mal, aus den unterschiedlichen Bereichen sehr beratungsresistent. Die sagen, was willst du mir erzählen, du kennst die eh nicht aus. Nein, es geht einfach um einen neuen Ansatz zu finden. Und deswegen finde ich das Wort, oder viele Unternehmer haben mir gesagt, Nachfolge will ich eigentlich gar nicht, weil das heißt, ich muss irgendwann einmal aufhören. Und das LMGT, Liebe, Macht, Geld und Tod, dieses Thema, dieses Tabuthema, das brauchen wir gar nicht anreden und so weiter. Und ich bezeichne das als Zukunftsgestaltung von den Bauern oder von Landwirtschaften, nicht Nachfolge. Nachfolge klingt so nach, naja, geht eh nichts. Aber in Wirklichkeit, was die Frau Wolf gemacht hat und was alle anderen gemacht haben, die eingestiegen sind, die haben die Landwirtschaft neu erfunden, haben eine Zukunft der Landwirtschaft gegeben. Und um das geht's eigentlich. Und nicht dasselbe machen, was alle machen. Ich lebe da in Tirol und so weiter und da gibt's einen Bauern, der hat Wagyu-Rinder, bitte. Der hat aus drei, da gibt's keine Nachfolge sozusagen von den Kobe-Rindern. Die exportieren die nicht. Der hat in Amerika drei Bauern gefunden, die haben drei Rinder gehabt. Alle miteinander. Jeder hat ein Rind gehabt. Und daraus abgeleitet hat er dann in Tirol mit Wagyu und mit der Wagyu-Züchtung angefangen. Weil die Japaner keine Kobe-Rinder exportieren. Und das musst du mal dir sagen lassen. Und das war früher ein Viehbauer, der hat, ja, Grauvieh gehabt im Endeffekt. Und ist jetzt einer der bekanntesten, der Wagyu, der das Kobe-Beef sozusagen verkauft in den Restaurants und auch privat. Aber zurückkommen zu dieser ganzen Familienthematik. Könnt ihr euch mal anschauen, familyfirm.at, www. Wenn wer interessiert ist, da gibt es sehr gute Hinweise von mir, wie man sowas überhaupt einmal startet. Von der Unternehmerseite, von der Landwirtschaft, von der Bauernseite her. Aber wie gesagt, ich mache auch Vorträge in der ganzen Richtung, aber dann schauen wir alle immer groß an, ich muss mich 5 Jahre mit dem beschäftigen, sage ich, nein. Nur wenn du 55 bist oder gegen 60 bist, musst du mal nachdenken, was willst du machen, wenn die Kinder nicht bereit sind. Oder du kannst die Kinder begeistern, das gibt's ja auch. Dass die Kinder dann erst draufkommen, eigentlich ist das eine ganz gute Idee. Aber daran, da fehlt es, wirklich. Und ich habe genügend Erfahrung, wie gesagt, aus vielen Ländern dieser Welt. Und wir sind alle gleich am Ende des Tages. Nicht? Keiner will irgendwann einmal aufhören und sagt, nee, es geht eh. Und ich muss einfach frühzeitig da beginnen. Und dann geht ein reibungsloser Übergang. Und die andere Frage ist natürlich, was kostet das Ganze dann? Nicht?
Was sollten die Jungen, wenn sie so einen Bauernhof übernehmen? Wie schaut denn das aus? Also, da gibt es viele andere Ansätze dazu, wo man sagt, naja, machen wir halt eine Finanzierung für diese ganze Geschichte. Also, das wird noch zukommen auf uns, weil, wie Sie gesagt haben, Frau Kaiser, dass natürlich das Bauernsterben weitergeht, aber da muss ich eine Lösung finden. Aber nicht sagen, ja, die werden halt wegsterben und das, wenn einer kommt, dann kommt halt keiner. Aber da muss ich eine Finanzierungslösung finden. Ja, danke auf alle Fälle für das Statement. Es sind sehr spannende ja, Statements gewesen, die wir so auch teilen können, gerade was das frühzeitige Beschäftigen mit der Wie geht's weiter Frage ist. Und ja, Bauern sterben ist so ein Begriff, der schwirrt eh in die Medien auch sehr viel herum. Und wir wollen jetzt nicht die außerfamiliäre Übergabe als die Lösung präsentieren. Es kann nur eine Perspektive bieten, vielleicht für den einen oder die andere Bäuerin. Und was das Finanzielle angeht und andere Faktoren für die Gründe, warum so viele Betriebe aufhören, glaube ich, sind dann auch sehr viele politische Themen, die man da in dem Rahmen vielleicht eh gar nicht lösen können. Aber ich bin da voll bei Ihnen, dass man da eine Weiterentwicklung auch in der Landwirtschaft andenken muss, Zukunft Landwirtschaft. Und ja, ich glaube, dass da eben, wie gesagt, ein frischer Wind und neue Ideen verknüpft mit dem Know-how, das es bisher gibt, gute Chancen bieten kann. Vielen Dank. Die Katrin Grüner hat auch die Hand gehoben. Bitte. Also ich kann das so sagen, wie es bei uns sehr viel ist, dass das Bauernsterben mit dem zu tun hat, dass auch viele ältere Bäuerinnen und Bauern einfach nicht bereit sind, was zu ändern. Also in unserer Generation, wenn wir neu übernehmen, und auch vor vielen von unseren Freunden, ist es so, dass das nicht immer so einfach ist, also ein relativ schwieriger Weg ist und da braucht es relativ viel Durchhaltevermögen, dass man seine Ziele auch durchsetzen kann. Also von meiner Sicht her, aber auch von der Sicht von vielen von unseren Freunden, weil wir haben ganz viele Bauern bei uns. Und ja, das ist nicht immer so einfach. Deswegen stelle ich mir das ja ganz schwierig vor, wenn da ein Hof an jemanden anderen übergeben wird. Noch schwieriger als wieder in der Familie vielleicht selber. Ja, also Nachfolge ist halt ein Prozess und ich glaube, man muss da auch die andere Seite gut verstehen. Man hat das ein Leben lang auf dem Hof gearbeitet, man hat da so viele Ressourcen und Liebe reingesteckt und es ist halt auch ein Prozess des Loslassens und ja, einfach die Verantwortung übergeben an eine neue Generation und das Vertrauen haben, dass sie es gut machen werden. Das ist einfach ein Prozess und das dauert lang. Das geht nicht von heute auf morgen. Es ist halt kein Zeitpunkt. Und wenn man so die Rollen im landwirtschaftlichen Betrieb anschaut, wenn man jetzt den Altbauern, die Altbäuerin hernimmt, die war bisher Chef, Chefin, aber zum Beispiel Vater, Mutter und im Laufe der Übergabe wird man plötzlich vielleicht Mitarbeiter, Mitarbeiterin und der Sohn oder der Übernehmer wird plötzlich der Chef. Also da tut sich so viel im Hintergrund, wo man sich einmal persönlich wieder seine Rolle finden muss, dass eine Zeit einfach dauert. Und ja, es ist, glaube ich, immer schwer, egal ob innerfamiliär oder außerfamiliär. Ja. Aber es kann funktionieren und es kann glücken. Und ich sage mal so, für Betriebe, wo innerfamiliär keiner weitermachen möchte, vielleicht schon anderweitig Wurzeln geschlagen haben, weil vielleicht die Übergabe sehr lang hinausgezögert worden ist, aus vielleicht verschiedensten Gründen, kommt auch oft vor, dass vielleicht dann die Kinder schon woanders ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben und sich nicht mehr vorstellen können, zurückzukehren auf dem elterlichen Hof, die dann aber auch unterstützend wirken, dass halt vielleicht jemand anderes weitermacht. Und das sind alles so Dinge, die stimmen halt mich und uns optimistisch, ja.
Darf ich dazu noch was sagen, Frau Kaiser? Und vielleicht, ich weiß nicht, ob's den anderen interessiert. Das älteste Familienunternehmen oder die ältesten Familienunternehmen kommen eigentlich alle aus Japan. Was sagt uns das? Das ist eigentlich, ich sage mal, andere Auffassungen von Arbeit ist. Und dass das Leben die anders betrachten. Und das älteste österreichische Familienunternehmen ist ein Gasthaus in Salzburg im Endeffekt. Und dann gibt's noch einen in Tirol, der Grasmeier, der hat im 1490, macht er seine Glocken. Also, was ich damit sagen möchte, ist, dass die Familie in sich, ich sage mal, sehr, sehr stark mit sich selbst und mit dem Thema umgehen sollte. Und auch die Erziehung in den Kindern oder mit den Kindern hat einen ganz einen wesentlichen Einfluss dann auf diese Übernahmethematik und auf diese Zukunftsausrichtung eines Unternehmens. Und die Landwirte sind Unternehmer, bitte. Das ist wurscht, ob das eine große Landwirtschaft ist, mit der hat was ich, 10 Leute vielleicht, und der andere Handwerker hat auch 10 Leute. Das ist vollkommen gleich. Vollkommen gleich. Gibt es keine Unterschiede, weltweit nicht. Ich kenne das aus Brasilien, ich kenne das aus Mexiko, also aus Südamerika, ich kenne das aus Amerika. Es ist überhaupt kein Unterschied. Es ist die Vorbereitungszeit und die Identifikation der Familie mit den Werten in einer Familie und die Weitergabe dieser Werte an die nächste Generation. Und was macht es, wenn irgendein Externer das Familienunternehmen übernimmt? Ganz gleich. Muss ich kein Landwirt sein, kann ich ruhig, wer anders kann ruhig wer anders auch sein im Endeffekt. Also diese Vorstellung, dass das unbedingt solche Leute sein müssen, dann sollten sie sich lösen und richtig was, wie sie ja gesagt haben, dass sie natürlich dort mit der Erde, so mit der Schule so verbunden sind. Wer glaubt, dass das in einem KMU nicht der Fall ist? Fragen Sie an, der was ich, in der dritten oder vierten Generation irgendeine Metallfirma hat und so weiter. Die sind genauso verbunden. Ist ja, kein Unterschied. Klar. Kein Unterschied. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nur, wer bereitet die Bauern vor, dass sie sich über das Thema Gedanken machen sollten? Wer macht es? Und die, wie gesagt, Landwirtschaftskammer, ja, SVS, versuchen wir jetzt was, dass wir das in den Griff kriegen. Dass wir sagen, bitte passt auf einmal. Also, so und so soll das eigentlich dann in der Zukunft vielleicht einmal ausschauen. Das geht nicht innerhalb eines Jahres. Und alle, die innerhalb eines Jahres übergeben worden sind, scheitern ganz kläglich, streiten sie wieder, weil es nie gegangen ist. Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu? Und ich möchte es nur noch einmal betonen, dass da der Ansatzpunkt gewählt werden muss. Die Bauern, die heute irgendein Alter haben, 45, 50 sind, mit denen muss man reden. Mit denen muss man reden. Nicht mit den 65-Jährigen, die kommen nicht allein. Ja. Danke für die Entschuldigung, wenn ich so heftig bin mit der Fortsetzung, aber wie gesagt, ich habe die Webseite mal in den Chat gestellt. Vielleicht schaut sich das mal an und so weiter. Also, so sollte das sein. Und noch ein ganz gravierender Fehler wird gemacht. Die gehen dann zuerst zum Steuerberater und zum Rechtsanwalt. Und das ist der vollkommen falsche Weg. Ja, danke für die Erfahrungen. Wir versuchen halt das Thema auch an die Bauern, Bäuerinnen zu bringen, eben sich frühzeitig zu beschäftigen. Wir haben da Bildungsangebot, Frühwarnsystem, Hofnachfolge, heißt es. Da sind wir eben mit Vorträgen unter anderem bei Bäuerinnen, bei die Bäuerinnen von der Landwirtschaftskammer, weil wir glauben, dass da gerade Frauen für das Thema gute Multiplikatorinnen sein können und das Thema gut weitertragen können. Also wir versuchen das schon, ich sage mal, im Rahmen unserer Möglichkeiten da Bewusstsein zu schaffen und um genau das zu erzielen, was Sie angesprochen haben. Genau. Ich bin auch dankbar, dass das Thema gekommen ist, weil das habe ich so im vielleicht jetzt seit dem näheren Umfeld, aber mir ist es schon auch aufgefallen, auch eben im Bereich von unseren Projekten, dass wenn wir dann nachfragen, ob es eine Hofnachfolge gibt, dass das oft gar nicht so,
ja, fast ein bisschen belanglos. Ja, gibt's nicht, aber so, wie wenn das noch gar, also es scheint oft so, dass das gar nicht so ein Problem von vielen wahrgenommen wird. Und da ist es genau das, was der Benno Baumgartner gesagt hat, dass da auch noch mehr Bewusstsein gemacht werden. Das, ja, das ist mir nämlich in letzter Zeit aufgefallen, wenn ich die Frage gestellt habe, dass das gar nicht so besorgniserregend beantwortet wurde, sondern ja, quasi ist eh noch Zeit, ja. Bei manchen ist noch Zeit, wenn es Mitte 40 sind, aber bei manchen ist halt, genau, mit Mitte 60 ist dann vielleicht schon zu spät, oder es wird einfach immer komplizierter und schwieriger. Genau, ja. Gibt es sonst noch Ja, Fragen? darf ich auch noch schnell was sagen, so ein bisschen aus Vertretung von der Jugend da halt am Tisch. Vielleicht halt ein Zahl, also die interessanten Kommentare von Herrn Baumgartner möchte ich auch nochmal loben. Also finde ich auch sehr interessant aus junger Sicht. Und vielleicht halt ein Zahl, können Sie da vielleicht auf die jungen Nachfolger hingehen, selber, also auch noch nochmal so Vorträge in Schulen machen und so. Also die wissen, was auf einer zukommt, weil in die Landwirtschaft schon, man lernt viel und die kennen die Landwirtschaft. Ich bin selber auf einer gegangen, ich bin auf der Burgkunde. Vielleicht können Sie auch noch aktiv die Leute ansprechen, dass sie die ja selber ein bisschen, die, was auf der Landwirtschaft aufgewachsen sind, die nur ein bisschen mehr bewusst werden machen. Da, weil ich glaube, dass da viel Potenzial verloren geht, wenn ich mir meine Generationen anschaue. Also da leben sie sehr viel weg von der ganzen Geschichte. Wir neigen uns eh schon Richtung Ende. Es ist bald 9:45. Genau, aber ich freue mich, wenn noch Fragen sind. Andreas Kögel, bitte. Jo, ich hätte ein paar Sachen eigentlich jetzt zusammengeschrieben. Also, wie ich vorher gesagt habe, ich bin knapp 50 Jahre, habe mit 18 Jahren im Betrieb von meiner Onkel übernommen. Wenn man was Neues ausprobiert, ich bin von der Schule heimgekommen, habe ich gesagt, einen Pflug braucht man nicht. Haben sie alle gesagt, naja, gut, gerade, dass wir nicht gesteinigt haben. Heute sind wir so weit, dass man sagt, bodenschonend arbeiten. Ne? So wenig um und um geratzen wie möglich. So viel zum Thema, wenn man was sagt, dass man von den Alten da ein bisschen auf die Ecken gestellt wird. Und zu mir hat einmal ein Quereinsteiger hat gesagt, das Schöne, wenn man nicht von der Landwirtschaft kommt, ist das, man ist nicht vorbelastet. Man geht da praktisch frei in die ganze Sphäre rein und sagt sich ganz einfach, das probiere ich jetzt. Geht's, ist gut, geht's nicht, ist auch gut, aber probiert alles, weil in Schädel muss es so und so jeder selber auch rennen. Die Störe so in den Raum, kann man sagen, wie man will, aber es ist ganz einfach so: Lernen tust nur aus den Fehlern, was du selber gemacht hast. Und dass ein anderer dazu, dann glaubst du das so und so nicht. Dann hätte ich noch eine allgemeine Frage. Was die Julia macht, das ist eine ganz super Sache. Es gibt viele Betriebe, die was das machen, nur wir werden bald vor einem gröberen Problem stehen. EU-Saatgutverordnung. Die EU ist gar nicht interessiert, dass so etwas gemacht wird und die EU ist auch nicht interessiert, dass es kleine Betriebe gibt. Wir gehen mit der ganzen Problematik um. Ja, es ist, darf ich da kurz was sagen dazu? Ja, was ich meine, weil es gibt ja mittlerweile diese Geschichte, Nachbarsaatgut gibt es nicht mehr. Auf Saatgut gibt es Patente. Und somit ist dieses Ganze, sagen wir so, ich habe selber einen Biobetrieb und wenn ich mein eigenes Saatgut verwende, dann steckt die Energie von meinem Betrieb, meine Schwingungen und quasi diese Geschichte kennst du, das steckt alles in den Saatgut und das soll wieder in meinen Boden kommen. Nur die EU will das aber in Zukunft nicht mehr und wird relativ schnell Gesetze ausgeben, dass die Kleinen nichts mehr dran verdienen, sondern nur mehr große Konzerne. Wir umgehen die ganze Geschichte. Hat sich da schon wer was überlegt? Ja, die Achi Noah hat sich da schon was dazu überlegt. In der letzten Achi Noah-Aussendung gibt es sogar den Aufruf, den verschiedenen EU-Parlamentsabgeordneten, Abgeordneten Saatgutproben zu schicken, ja?
unter anderem, keine Ahnung, von der Fisole Kaiser Friedrich, die seit dem 18. Jahrhundert kultiviert wird. Ja, wurscht, da kann ich eine normale dritte Kalle auch hinschicken. Ja, geht es nur um das Saatgut, ne? Wir haben 2015 oder 2016 die gleiche Situation gehabt. Damals hat es einen Riesenaufschrei gegeben, Unterschriften wurden gesammelt und dann ist das Ganze mal unterm Tisch verschwunden. So, und jetzt die Unterschriftenaktion gibt es jetzt auch wieder. Nur zur Info für alle unterschreiben. 8 Jahre später, 9 Jahre später. Ja, aber warum ist da nicht irgendein Bauernbund oder irgendwer dahinter und schaut, dass man das publik macht? Weil im Endeffekt gibt es eine Handvoll, die was da irgendwie irgendwas verteilen, dass das gemacht wird. Aber groß an die Presse wird das nicht gehängt. Eben bombardiert es mit Sackeln. Nein, ist ganz einfach so. Weißt du, was ich meine? Warum ich hilft uns genau, da ja. niemand? Und da kundet man, Suske hätte ja Macht, wenn man das so sagen darf. Ausschreiben, alle Mitglieder anschreiben. Bitte ja, senden an diese Adresse. Am gescheitesten gleich an die von der Leyen selber, an die Privatadresse. Weißt du, was ich meine? Dann bewegt sich vielleicht auch was. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber das ist zum Überlegen, weil sonst sind uns da irgendwann die Hände gebunden und wenn das jetzt heraus ist, nimmt das keiner mehr weg. Thema Hofnachfolger. In der Landwirtschaft ist wahrscheinlich gegenüber einem Gewerbebetrieb relativ einfach, wenn ich sage, ich habe keinen, dann verbrauche ich das ganz einfach. Darum wird sich da vielleicht weniger Gedanken gemacht, weil wenn der Nachbar wittert, hörst du, er geht in Pension, dann hat der schon 2 Jahre vorher angefangen und hat gesagt, hörst, pass auf, die Acker, was nehmen wir, sind die braucht die, die anderen braucht die und die Sache ist schon wieder erledigt. Darum wird über die Hofnachfolge, glaube ich, weniger nachdenkt, als wir in einem anderen Betrieb. Meine Meinung. Ist durchaus eine Theorie, was halt wir oft mitkriegen an Personen, die sich bei uns melden, ist halt, was passiert dann langfristig mit der Hofstelle zum Beispiel? Bleibt es dann nur ein Wohnhaus? Verfolgt es dann? Also das sind ja viele Emotionen, die da an der Hofstelle ja. Und es ist natürlich mit der Verpachtung dann nicht gelöst, dieses Problem oder dieses Anliegen. Ja. Ich glaube, Bella wartet auch schon länger auf eine Frage. Hast du dazu was ja. zu sagen? Wer noch kurz Zeit ist, das passt ganz genau, weil das, was die Vanessa jetzt angesprochen hat, ich habe mich irgendwann schlau gemacht, dass was bedeutet das, dass es immer weniger Bauern gibt und die Höfe werden immer größer. Und das ist auch ein bisschen auch in Verbindung mit der Nachfolge, dass viele zwar aufhören und verpachten, bleiben aber wohnen am Hof. Und das Gebäude wird sozusagen als Privatgebäude weiter benutzt. Das heißt, auch wenn jemand was neu einsteigen möchte, kann er oder sie was pachten, aber muss irgendwo wohnen. Ja? Also das ist dann wiederum so ein Thema von, ich würde gerne, wenn ich einen Hof hätte, direkt am Hof wohnen, damit ich nicht jetzt irgendwie noch 10 Kilometer herumfahren muss oder so. Also das vielleicht zu diesem Thema, das jetzt gerade besprochen wurde. Und außerdem wollte ich eigentlich sagen, dass was der Richard Soder dazu gesagt hat, das ist ein bisschen untergegangen, aber vielleicht ist es genauso wichtig, da ein Augenmerk darauf zu setzen, dass nicht nur die Älteren rechtzeitig schauen, dass sie übergeben, aber dass man rechtzeitig die Jungen abfängt, bevor sie irgendwo wegziehen und was anderes machen, wie, glaube ich, die Vanessa gesagt hat, und dann ist es zu spät, sie sind weg, die kommen nicht mehr zurück, ja. Aber vielleicht ist es auch eine Zielgruppe, die man bearbeiten sollte. Und dann hat man mehr Potenzial, dass man da welche zum Zusammenführen hat. Genau, das ist mir nur eingefallen zum Einwort vom Richard Soder. Die Jungen abfangen, bevor sie zu alt sind. Das gehört in der Familie gelöst. Das muss die Familie bereden. Dann geht das.
dann findet es statt, wenn das 10 Jahre vorher ist. Es gibt Familienunternehmen, große Höfe in Deutschland, die reden 10 Jahre vorher miteinander. Wie schaut es eigentlich aus mit dem, mit unserem Riesenanwesen? Und ich muss das thematisieren in der Familie. Sonst ist das, wie der Herr Becker gesagt hat, wie der Bella gesagt hat, geht es nicht. Aber das muss man den Bauern oder allen anderen auch beibringen. Aber wir sind nicht diese Kultur. Wir haben das nicht, damit wir in den Familien reden darüber, wie das ausschaut. Deswegen. Südamerikaner quatschen viel mehr. Die reden viel mehr, die Italiener reden viel mehr, die Spanier reden viel mehr, die Amerikaner sagen, meine 50 bin, dann will ich aussteigen. Der Sohn sagt, okay, mache ich, kriegst du ein bisschen was mit, bringst dein eigenes Geld mit und dann machst du es weiter. Es gibt einen, den Gabi Brown, der hat 2000 Hektar Biogrund, bitte. Da habe ich gesagt, das ist ein Irrer, nichts. Heute pilgern dort wirklich tausende Leute hin und schauen sich das an, wie der das gemacht hat. Aber nur weiß das niemand bei uns. Und das ist das Schade dabei. Und wenn der Herr, wie heißt der? Wenn der Herr Kögel oder alles, Herr Kögel, tut sich dort zusammen, die ganzen Biobauern in Österreich, oder wenigstens, weiß ich nicht, Bundesland zu Bundesland, und sagt so, und da kommt keine Syngenta zu uns und verkauft uns ihre Samen. Wir machen das selber. Aber das ist eine Sache, die müsst ihr Biobauern untereinander lösen. Nur so geht's. Und die Macht und die Power liegt nur, wenn man größer ist und nicht kleiner ist. Nur so geht's. Und alle Biobauern müssten sagen, so, das geht nicht. Wir tun uns zusammen. Wir machen unsere eigenen Samengeschichten und so weiter. Wir handeln das untereinander und ausfertig. Und die Syngenta kann draußen bleiben. Das betrifft aber leider nicht nur die Biobauern, sondern das betrifft auch Saatgut für den Garten. Ja, aber da müssen Also die. müsste praktisch jeder Gartenbesitzer auch mittun. Wir müssen da mittun, absolut. Und um das Ja, geht es, weil, müsste dann. ja, nur, das gehört halt einmal her. Das kann nicht mehr sein, dass sich jeder sagt, na, ich bin ich und ich mache halt ich, was ich will. Geht halt nicht mehr. Muss man halt zusammenschließen. Und Da um müssen das wir geht es zusammen. eigentlich. Ja, nur gemeinsam. Ohne allein könnt ihr es vergessen. Der So Fieder. einfach geht es leider nicht. Entschuldigung. Ja, na, kein Thema. Ich möchte Das nur ist ja das Problem dabei. ja, was sagen, und zwar, es ist schon relativ spät und ich sehe nämlich, ob das die Teilnehmer von alleine weniger werden. Es ist ein extrem spannendes Thema und ich würde es vorschlagen, wenn noch wirklich wichtige Fragen sind, weil das können wir heute in dem Gespräch, ich meine, das ist so weitreichend, aber was jetzt das Thema Saatgut betrifft, das ist total spannend und ganz, ganz ein wichtiges Thema und eben auch diese ganze Hofnachfolgethematik. Ich würde gern das heutige Online-Küchentischgespräch aber trotzdem da beenden und vielleicht die, die möchten, können gern noch ein bisschen online bleiben. Ich muss das ja nicht gleich abdrehen. Vielen, vielen Dank dir, Julia, und dir, Vanessa, für eure Beiträge, für euren wertvollen Input. Danke, dass du dabei wart und auch danke allen Teilnehmern für fürs Mitmachen, für die rege Diskussion. Das macht mir irrsinnig viel Spaß, dass es in dem Format so gut möglich ist. Und ja, also danke an alle und vor allem danke an euch zwei für eure Zeit und für eure Infos. Das heißt, wer noch bleiben möchte, wenn es noch Fragen gibt, dann gerne zu. Und alle anderen dürfen in den wohlverdienten Abend gehen. Danke, tschüss. Tschüss, dann die noch schon gehen wollen und Wieder müssen. schauen, schönen Abend noch. Wieder schauen. Tschüss euch. Weiter so. Ich hätte noch gar keine Frage. Wo schickt man das Saatgut hin? Ich muss mir das jetzt schnell Mir. aufschreiben. Moment, ich komme gleich wieder.